Ich könnte den ganzen Abend durchreimen, wenn ihr wollt. Ich dachte, dir geht's so schlecht. Ja, eben. Dann lab ich noch mehr Scheiße. Das ist ja... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kannst auch Tubal sagen. Wie gesagt, ich bin halt braindead. Ich werde das einfach nur noch nicken. Aber muss man für Brandon? Ja, egal. So. Marina. Aber ich kann auch jetzt schon sagen, dass das Splatfest insgesamt wahrscheinlich das andere Team gewinnt. Warum meinst du? Perla gewinnt irgendwie immer. Nein, diesmal nicht. Diesmal? Das ist schon seit Ewigkeit. Seit Insta-Tune 2 hat Marina nur ein einziges Mal gewonnen. Nur einmal. Was? Echt? Ja, sonst hat immer Perla gewonnen. Das ist einfach nur traurig. Ja, das war anfangs, fanden ja alle Marina geil. Ne, zu Recht? Ja, nicht nur anfangs. Und dann sind die guten Spieler immer, dann halt alle extra auf Perla gegangen. Damit die irgendwie mehr Gegner haben, weil immer ja alle zu Marina waren. Dann hat sich das irgendwie immer so ein bisschen gedreht. Weil Tubal war ja auch so einer. Der ist ja nicht wegen dem Thema gegangen, sondern, sind wir wegen des Themas. Nö, da wo ich hatte zum Spiel. Was? Das hast du mir aber anders erzählt. Nee, Papa Dot 2 jetzt entscheidet ich das meistens spontan. Wenn jemand kommt und fragt, ob ich mitspielen will, dann wähle ich das Team. Nicht eher. Siehst du. Ihr seht, Tuba steht immer richtig hinterm Team. Das ist aber auf jeden Fall richtig gewählt, das ist klar. Tuba, warum hast du dich für Donny entschieden? Hatte ich eine Wahl? Naja. Tuba muss viel leiser sein, okay. Mach ich. Ich bin zu laut? Ich hab mich eher beschwert, dass er so leise. Ja, ich hab dich auf 200 gestellt, weil. Wow. Meine Augen wow. sind irgendwie. Meine Ohren. Oder höre ich mit den Augen? Ich weiß gar nicht. Ja, das bist du garantiert. Und dir würde ich das zutrauen. Hey. Du bist nicht so frech zu mir. Ich hab dich beschützt vor Vasco und seinen Taten. Ich hab nichts gesagt. Vielleicht ist das manchmal das Problem. Wow. Falls du mal die Telltale-Spiele gespielt hast, nichts sagen ist auch eine Entscheidung. Das ist korrekt. Ja, das stimmt. Aber nur ist echt super selten, muss ich sagen, dass ich dort in dem Spiel nichts sage. Auch wenn die Entscheidung billig ist. Und das versteht jetzt keiner. Caro, was hast du ihm ins Essen gemischt? Was war in diesem Spargel drin? Hallo und danke für Info, Dune. Es gab heute keinen Spargel, ja? Aber ich hatte... Das sind ja die Nachwirkungen. Ich hoffe mir leider, bis er wirkt. Ich hatte nur 3 oder 4 Mal die Woche Spargel, ja? Man nicht übertreiben. Ja. Das geht ja noch. Oh wow, hier gibt's einen mit einem, heißt nicht Miiverse, ne? Ich weiß auch nie, wie ich das nennen soll. Hat das einen Namen? Ich, keine Ahnung. Beitrag halt, so. Keine Ahnung. Ja, hat einer einen Beitrag geschrieben mit Team Mickey und macht dann so Mickey Maus. Mal so eine Mickey Maus, denke ich. In hässlich, aber. Ja, ein bisschen mit Krippe Mickey Maus. Ja, hast du gesehen? Das war hässlich für die Nacht, ne? Also, halt würde ich jetzt nicht gehen, doch. Aber. Hässlich, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Oh. Das kann ja heute was werden. Oh, Frank ist da. Ist das geil. Hallo. Ja, für die Statistik ist also auch gesorgt. Die Statistik für letzte Woche, ey. Richtig. Wir haben richtig abgerockt. Ja, habe ich mir gar nicht angeguckt, aber ich wusste, dass es gut ist. Linda, ist Linda mal nicht dabei, dann haben wir so Zahlen ohne Ende geil. Ja. Deswegen macht euch darauf gefasst, heute bis 1 Uhr nur am Verlieren. Ach komm, so steht bis lange. 1 Uhr? Ich dachte, du musst um 0 Uhr Muttertag. Ich muss 0 Uhr Muttertag, okay. Dann mache ich mal 0 Uhr Muttertag. Du musst ja schlafen gehen, damit du Mutter bist, fit. Ich schläfe um die Uhrzeit für gewöhnlich, von daher dürfte das kein Problem sein. Genau, welches Team ist Janine und Konsorten? Ja, rat mal. Ja, rat mal. Team Ruff? Ja, genau. Genau. Die sind schon eine Woche nur zu und spielen da schon.
Ja, ich meine, wenn man halt nichts kann, dann muss man halt, braucht man halt länger. Für Clubleiter kannst du nichts dran ändern. Aber dieses Lila ist schon, hat schon einen harten Touch in Richtung Blau, oder? Ist das wieder mein... Ich wusste, dass diese Diskussion halt wieder kommt. Ja, es sieht aber wirklich sehr... Es. Sieht aber wirklich so aus. Oh, das oder ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Weil Lila ist der Bereit-Button. Der ist lila. Genau. Oder ist da jemand anderer Meinung? Bereit-Button? Na halt, der Bereit-Button hat halt mehr Rotpigmente als das da oben trug. Ist ja ein Sekunde, es ist trotzdem beides lila. Ist ja auch langweilig, wenn man immer nur dieselbe Farbnuance ist. Ist eigentlich aufgefallen, dass wir einen Schildkrötenpanzer am Rücken haben? Nee. Diese Männer sind sehr, sehr mickrig. Das war nicht meine Frage. Doch? Nein. Hallo Bienchen. Hallo. Hallo. Zip, Stich tot. So. Mal probieren, wie es damit wird. OMG Tubal. Und Tubal hat nicht vorgearbeitet. Sehr schön. So gehört sich das als Teamplayer hier. Haben wir schon Waffenwünsche? Nein. Sag's doch nicht, erinnere doch nicht die Leute daran. Selbst wenn, die ersten spielen wir immer so. Ach ja, stimmt. Ja. Der Tubal ist das erste Mal dabei. Yeah. Nee, mach mal eine Runde Hype. Ja, einmal reicht auch. Und dann soll er keinen Höhenflug kriegen, der alte Mann. Dann dürfte er erst von unten auf jeden Fall machen. Sam erklärt gerade, wie wichtig ich bin. Ah ja, mit Blümchen bestäuben und so. Ja. Stimmt ja. Ach, auch. Das ja. Ist, wenn es keine Bienen mehr geben würde, wäre schon. Oh Gott. Das wäre Kacke. Ich dachte gerade, das wäre Wandelzone, weil ich einfach die Map nicht kenne. Natürlich kennst du die ist immer aus dem ersten Teil. Okay, die Farbe, mit der wir schießen, ist definitiv lila. Da brauchen wir uns heute nicht zu schauen. Ah, er braucht keine Brille. Das ist nein, okay. Ich habe aber eine. Aber keine stärkere. Und sie steht dir, Vasco. Sie steht dir. Danke. Mir steht alles. Ein bisschen billig, aber... Wow. Wow. Es ist, ist ein Ray-Ban, was ich habe. Ich glaube, das ist ein Ray-Ban. Ray-Ban ist beste Ben. Das stimmt. Es sind ja wenigstens hier Brillengeschwister. Was habt ihr jetzt an Muttertag geplant? Geht ihr die Mutter jetzt besuchen, oder? Ja, den einen Besuch im Sachbuchzimmer kann man schon machen. Ja, bei mir in den Stockwerk oben drüber. Ja. Ernsthaft? Ich muss komplett in die Alpen fahren. Ja, das... Gucken, ob ich meine Mutter Destiny schenke und ich komme dann einfach morgen mal rein. Ja, ja, nach... Alles ja. Gut. Nachdem du jeden versuchst, für Destiny 2 zu überreden, ja. Überreden? Ich lege es nahe, damit die Leute eine schöne Zeit haben. Also ich habe mich wirklich schon gefragt, ob du da irgendwie, ob du da gesponsert wirst, ob du da irgendwie Prozente kriegst. Das fragst du dich aber bei jedem Spiel. Ja. Das ist der Unterschied. Bei mir ist es halt ohne Domi-Effekt. Ich spiele doch mit euch. Das stimmt. Nein! Ach Mann, ich wollte wegspringen. Ich finde es halt super geil, wenn man da mit Leuten zusammenspielen kann. Das stimmt. Das ist einfach ein grandioses Ding. Das neue DC, was sie rausgebracht haben, ist zwar echt eine Frechheit, aber... Ja, das ist halt das, was man bei Destiny halt... was da blöd ist, diese DLC-Politik. Das war... Bei Vasco steht alles. Hallo Damen! Wow. Wow. Das ist eindeutig zu nah am Fernsehen. Hat der Tuval nicht gesagt, er tötet alle? Wieso treffe ich die ganze Zeit auf Gegner? Ja, ich hatte ja auch gerade ein bisschen. Oh. Ich komme ja wieder. Ja, wie? Da musst du sie wieder töten. Die kommen wieder, was? Das ist ja Zombies und so. Zwischendurch ist eigentlich mal schön lila, das ist ja echt ja, ne? Ein wenig anders. Das lila findest du schön. Aber jetzt haben wir eigentlich ein bisschen Zeit. Ja, die letzten 20 Sekunden, da müssen wir jetzt Boom Bang machen wieder. Oh, man sollte nie ein Laufband entgegen
der Richtung. Das ist korrekt. Das sieht nicht gut aus. Das ist echt zu nah am Fernseher, das ist... Oh, oder sitzt der Fernseher zu nah bei dir? Nee, mein Zimmer ist einfach nur zu kurz. Das Zimmer ist zu kurz? Wow, das habe ich noch nie gehört, ey. Was willst du auf 12 Quadratmetern machen? Das ist blöd. Das ist wahr. Ja, Knalli, hi Knalli. Hi Olli. Und mal alles Gute nachträglich. Oh ja, alles Gute nachträglich. Sorry, stimmt. Wann hat er Geburtstag gehabt? Gestern, vorgestern? Fuck. Vorgestern, ne? Und sag mir denn keiner Bescheid? Vorgestern, glaube ich. Es tut mir leid, Olli. Happy Birthday, Olli. Nachträglich. Wie alt sind wir denn geworden? 35? Super alt. Alt. Nein. Wie heißt er nochmal? Knalli 90? Knalli, man kann es ausrechnen. Ja, genau, Knalli 90. 90 Jahre oder was? Vielleicht. 9,8 Quadratmeter. Das ist ja fast so groß wie mein Streamingzimmer. Ich hab 11. Tatsächlich 11, aber. Ach, das ist ja. Ach, dass die jetzt wirklich anfangen, die Wandelzonen zu recyceln, ist ein bisschen. Ja, das. Ja, von wann waren die? Wenn sie wenigstens die coolen recyceln wird, dann können wir doch vorher den Bau schon. Die gab's schon. Okay. Wenn du's sagst. Aber, hä? Die letzte war auch neu. Doch, die mit den Schwämmen gab's. Die letzte war neu. Nee, die letzte war recycelt. Nein. Die war. Die war Raff war recycelt. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Jetzt lass dich halt stöten. Zu 100%? Nein! Ja, jetzt kommt zu uns einer hoch. Also jede Plattform war komplett so wie beim letzten Mal? Ja. Ich glaub ja. Wird ja dafür die Hand ins Feuer legen. Oh. Nein. Ja. Okay. Okay. Also Vasco schwächelt ja schon mal. Ja. Ist halt, das darfst du ihm nicht so. Ich fühle mich voll sicher jetzt, wo wir mit Hubert spielen. Ist so, ich fühle mich unbesiegbar, so wie Superman. Hubert, hier ist ein Gegner. Bis das Team mit Kryptonit kommt. Ja, genau. Hoffentlich kommt kein grünes. Und damit ist mein Superman-Wissen dann auch komplett aufgebraucht. Immerhin. Ein weniges Wissen. Das war eine Bombe. Sollen wir es eigentlich erklären, wo der Insider herkommt? Nein. Oh, wenn du es nicht willst, dann will ich es erst recht. Dann muss es. Was? Was? Es geht um den Billig-Insider. Ach so. Ja, mach. Oder hast du den schon wieder vergessen? Ja, dann geht's weiter. Das Witzige ist, ich habe tatsächlich nicht aufgepasst, wie die letzte Runde ausgegangen ist. Wir haben verloren. Okay. 54 Leute. Ja, ne? Kubal hat 10 Leute getötet. Ja. Stirb einmal. Alles, ich hab fotografisches Gedächtnis. Oh fuck. Das ist, glaube ich, der Aufsport. Hat man bei Sherlock gesehen, ja. Ach ja, wo? An was denn? Ich hab wenigstens alle Erfolge. Verdammt, das stimmt. Du hast dich durch jedes noch so doofe Rätsel gequält, ich mich nicht. Du hast nicht mal das letzte Sternrätsel gemacht, ne? Nee. Deswegen gibt's ja die Überspringen-Taste. Wenn es einem zu blöd wird, kann man es überspringen. Ich finde die Möglichkeit gut. Ja, definitiv. Aber sonst hätte ich mich da abgemüht. Überspringen ist halt auch doof, ne? Im Stream wär's doof, das stimmt. Ja, das gibt's ja mal alles. Ja, wo muss ich da durch? Das ist noch nicht die Waffe für heute. Voll, wenn ich so drüber nachdenke, der ihn so. Ah, das sind meine Lieblingsrätsel, die mache ich voll gerne. Vasco nur überspringen. Wir haben schon wieder verloren. Was ist das für eine Scheiße? Was ist so mies? Jojojo, Bonnes!
zufrieden, Tubal? Mit mir auch nicht. Ja, mit dir bin ich auch nicht zufrieden. Aber mit dir ist er bestimmt sehr zufrieden. Natürlich. Oh Gott. So, was machen wir denn da? Ich müsste irgendwas anderes machen. Warum hast du denn da die... Ja? Wirkungsvolle Pause? Wie? Irgendwas? Ich bin schon mal froh, weil ich hab jetzt gerade echt nachgeguckt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt ist wahrscheinlich mein Discord wieder abgeschmiert, weil gar nichts. Nee, Meta hat mit dem Satz aufgehört. Und ist es wahrscheinlich beleidigt und sagt deswegen nicht. Ich komm nicht drauf. Wow. Okay. Wow. Scheiße. Gut durchgehalten. Ich steig einfach später nochmal ein, wenn es mir wieder einfällt. Geburtstagsbruder. Du hast den Anfang vergessen. Nee, mit verstanden hat das nichts zu tun. Ich hab das tatsächlich. Ich hab das gar nicht gelesen, Geburtstagsbruder. Geburtstagsbruder? Hatte dein Bruder Geburtstag, Joe, Bonnes? Oder hatte Bonnes? Ja, natürlich hatte Bonnes. Ach, Bonnes hat er auch, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ach, auch. Ach, oh, alles schon nachträglich. Ja, Bonnes, alles Gute. Bist du deswegen heimlich in den Voice geschlichen gestern? Haben wir gestern am Spiel, da kam er in Voice rein. Er hat bestimmt gedacht, oh, ja geil, Gratulation kriege ich jetzt. Aber keiner sagt was. Wow. Das ist ein unangenehm nachträglich. Wisst ihr das? Könnt sowas nicht machen. Sag doch einfach, wenn ihr Geburtstag habt. Was ist das Problem? Das ist für alle Beteiligten der bessere Weg. Macht es so unauffällig wie manch andere. Sagt irgendwie... Ich hab bald Geburtstag, hier ist mein Amazon-Link oder so. Ja, benennt euch auf Discord einfach in Geburtstags- und dann Username. Ja, wir reden über... So ganz unauffällig. Ja. Übrigens, ich hab Geburtstag nächsten Tag. Übrigens, ich hab den zweiten Tag Geburtstag. Übrigens, ja. Hier ist meine Amazon-Wunschliste, einfach mal so random. Und dann am Geburtstag, ah, wäre doch nicht nötig gewesen. Das kommt unerwartet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Blöde Autobombe, lass mich in Ruhe. Amazon-Link ist ready. Du nicht, Klaus. Fuck, ey. Du nennst du jeden immer Cloud. Ich weiß es doch nicht. Weiß ich nicht, Cloud. Bei deinem Gleit war das so anstrengend. Nein! Ich kann dir mal einer da oben runterholen. Also bei uns einer... war von überall, nein! Verdammt, ey! Von hinten, von oben und von unten! Dieser Profi-Kleckser da oben nervt wie Sau, ne? Und wenn er nicht immer Hilfe bekommen würde, dann würde es ja noch gehen. Überall schreibe eine Hilfe raus. Oh, ist da noch einer? Ich bin da. Tu mal, schreibe eine Hilfe raus. Ich bin da. Und ich grüße noch meine Mutter, meinen Vater. Leck mich doch, ey. Oh. Das nächste Mal so ein paar Aufgabenrunden. Das ist ja eine Aufwärmrunde. Ja. Nur, weil dass sie gezählt wird halt. Eben. Komm jetzt mal gewinnen, ey. Wenn ich schon wieder sehe. Ja, locker vorbei. Hätten wir dort hinten ganz oben, also von unserer Base aus links das eingefärbt, da hatten wir es gehabt. Aber du bist doch für die Base zuständig. Schild mal deine Base, oder? Seit Splatoon 1 machst du das. Was war das mit dem 1? Splatoon 2. Plus, A plus, Y. Ey. Ja, Franke, wenn wir jetzt so weitermachen. Wie viele? Ach, schade. Ja, der Sam hat gerade so eine fette Nachricht hinterlassen.
Das sollte das Ding jetzt vorlesen, aber der hat wahrscheinlich so Sonderzeichen reingemacht, dass sie abgebrochen hat. Zumindest ging es bei mir nicht weiter. Danke für deinen 11. Monat. Dein 11. Der 11. Monat? Ja. Der 11. Fuck, Sam, ey. Weinst du gerade? Das klang. Ja. Was du machst, ist so schön, Sam. Diese Gefühle. Ich musste mir mögen uns. Echt mal, lest das mal ganz vor, Meta. Hi, Dollar, Dollar, Dach, Kreis oben, A, A, B, 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 C, D, D, E, D, E, Lull, A, B, C, D, F, Mob, A, B, C, Prozent, Prozent, Striche, Klammern, Rauten und Menschmeter. So. Aber er meint den Rot. Sam, du könntest nochmal eine Spende machen und nochmal probieren. Da steht ja wieder einer da oben. Zack. Einschaltungszeichen sagt nur Schweizer. Bin ich Schweizer? In der Ulf, sehr schön. Oh. Scheiße. Oh, bei uns ist einer hier oben. Ich habe keine Tinte. Das ist doch alles scheiße. Space Linda. Also so schlecht, dass es echt traut. Du wirst doch mal positiv denken. Wenn die ganze Zeit immer nur sagt, dass ihr schlecht seid, so wie es ist, dann wird man nicht besser. Ich bin auch mega scheiße. Eben, wir haben nicht dreimal verloren, wir haben nur dreimal nicht gewonnen. Wir wurden dreimal betrogen. Ja. Betrug! Und nichts anderes. Das ist doch alles betrug im Spiel. Natürlich. Ist Platoon eigentlich laut genug für euch? Fuck, was? Ist warum? Das? Warum warst du bei einmal vor? Da hat das schwarze Banane. Oh Gott, ich muss es sogar verstehen. Was willst du? Ich will das schwarze Banane und ich brauche irgendwo einen Gutschein. Banana? Das schwarze Banane? Banana Bandana, Mann. Was? Ich bin Banana Pyjama. Pyjama Bandana. Warum war das? Pyjama-Bande? Was? Bananen sind Pyjamas. Ja, genau! Ah, Hilfe! Tot! Weggenatzt! Ah ja, rechts ist noch einer. Ja, oh, das ist einer über die Bahn zur Seite gekommen. Marie ist tot. Oh, warum ist eigentlich alles falsch? Außer der Nein, tot. Verdammt, ich bin tot. Hm, das sah gut aus eigentlich. Könnte sogar noch. Ja, klar. Könnte aber. Gewonnen, ey. Ja, ich glaube auch. Ja. Jawohl. Ich hätte so gelacht, dass wir verloren hätten, vor allem. Okay, das ist mal wieder deutlicher, als ich gedacht hätte. Das sieht einfach komisch aus. Das ist immer eine optische Täuschung. Alter, was für du Killer. Was hab ich denn gemacht? Ich hab grad nicht gesehen. Das ist 11. Achso, 11. Entschuldigung, 11. Ja, genau. Ja, nachdem ich den Blaster und die Linda-Taktik anwende, funktioniert das ganz gut. Ich brauche eine Wunschwaffenklasse. Eine Zufallswaffenklasse für mich. Nein. Achso, für dich ja doch, ist okay. Übrigens, ja, das sag ich gleich. Nur 5 Meter? Cool. Was nehmen wir denn? Bleib bei der Ensep, die ist cool. Ja, ich fühl mich mit Bleib auch nicht richtig cool. Ich würde ja auch gerne den Blaster nehmen, aber dafür bin ich einfach zu dumm. Wenn die anderen
Waffen haben mit einer längeren Range. Ich darf einen Doppler nehmen. Whoop. Ach ja, komm. Wow. Ist ja immerhin noch eine Art des Glück. Nee, ist ja, darf ich nicht. So. So, genau was ich sagen wollte. Der Tubal hat sich extra vor dem Splatfest alle Waffen gekauft. Er würde sich also wirklich sehr freuen, wow, wenn er die auch einsetzen dürfte. Gott, Tubal tut mir jetzt schon leid. Ja, guck mal, der gibt sein ganzes Geld aus für die Waffen und dann käme er nicht mal dran. Das wäre doch kacke. Also. Ja, mein ganzes Geld. Ich habe jetzt noch zwei Melatronen oder so. Mio. Oh, wow. Reicht noch eine Weile. Zwei was? Da können dann nochmal 100 Waffen kommen, kein Problem. Millionen. Was? Okay. Kann man die überweisen? Wie viele Nullen sind das? Einfach ein bisschen öfter mit uns Salmon spielen, dann habt ihr auch so. Dafür, jetzt kommt's, aber ihr fragt mich doch noch nicht mal. Das war schon ein Moment, wo nein. Wenn wir schnell durch sind, ist es ja Salmon One. Stimmt. Mit Überraschungswaffe. Oh. Oh. Oh, jetzt muss ich. Ich wollte eigentlich noch. Destiny spielen? Nein. Lass mich raten. Nein, ich muss noch. Ark ist ja nicht mehr. Weil ich ja morgens meine Eltern haben, muss ich noch ein paar Steuersachen raus. Steuer. Ach so. Das wollte ich eigentlich gemacht haben. Steuerschmeier. Muss man ja bis Ende Mai abgegeben haben. Aber Steuer. Ja, aber das Finanzamt. Ja. Also das offiziell ja, aber. Das. Ja. Ja, wenn man das Finanzamt sagt da nichts, wenn das auch Mai, Juli. Eigentlich sagen die nicht mal was, wenn es August, September wird. Doch, weil. Echt? Bei euch schon? Okay. Ja, ja. Weil wir ja auch Pacht und sowas anbieten. Und dann müsst ihr das. Ja, du, okay, das ist wieder was anderes. Das stimmt. Ach, aber die. Ach, ich bin dumm. Martin! Erledigt. Aua. Wow. Headphone-Users erledigt. Aber er hatte drei Ausrufezeichen hinter seinem Namen. Er fand sich ganz besonders. Bitch, ich hab dich gesehen. Du suchst einfach nicht. Er will, dass man seinen Namen schreit. Ja. Ich schrei meinen Namen. Wow. Nein, ist das? Nein, Eimer. Nein, Eimer. Nein. Oh, fuck. Oh, fuck. Bist du bei einem Eimer? Bist, oder? Das auch. Oder bist du im Eimer? Das sowieso. Nach heute bin ich das um. Besser im Eimer als im Schleimer, ne? Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Das geht heute noch feiner. Oh, ach, verdammt! Oh, das war gut von ihm. Hä? Bei mir ist er jetzt gar nicht vorgelesen. Bei euch? Fuck, fuck, fuck! Wie vorgelesen? Ich habe jetzt auch nichts gehört. Oh, ich bin schon wieder out of Tinte. Ist jemand gespendet? Irgendwas? Ich kann das jetzt gerade leider nicht sehen. Ich habe ja den Stream gemacht. Also, wir haben ja wahrscheinlich alle den Stream gemacht. 5 Euro, wenn ich richtig lese. Oh, das tut mir leid. Tut dir leid, dass er 5 Euro gespendet hat? Ja, dass sie nicht vorgelesen hat. Oh, nice. Danke für die 5 Euro, Sir. Blade, 2 Monate. Ey, wir haben gewonnen. Hallo. Natürlich. Das war was anderes erwartet. Ich nicht. Du warst. Sah bitte knapp aus. So, ich muss leider noch eine Runde mit dem Doppler spielen. Ach du Armer. Es ist mir so leid. Ich hab auch mal das Scheiß losgezogen. Ne? Ich probier jetzt auch mal mein Glück. Wow. Okay. Ja, passt schon. Drei Stück.
3 Inklinge mit dem Kontrablaster. Ja, der Kontrablaster ist ja auch geil, aber Schnellen hat eigentlich nicht so top. Ich komme einfach nicht drauf. Doch, jetzt habe ich fast. Überlegst du genau. Immer noch, wem wir sind? Was? 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 Hä? Du wolltest doch vorhin irgendwas sagen. Ja. 5 Minuten nichts gesagt. Ja. Meintest dann so, ja, ich überlege und sag's dann noch. Genau das. Darum gehe ich immer noch. Ja. Und jetzt hast du es wieder vergessen. Nee, jetzt habe ich es mir gemerkt, weil ich jetzt alle 2 Sekunden das Wort wiederholt habe. Sehr gut. Eigentlich wollte ich auf die Waffe mit den ganz vielen Tampons zu sprechen kommen, aber irgendwie ist das nicht mehr das, was ich jetzt... Das sieht halt leider wirklich so aus. Verwirrt. Ja, die Waffe! Ihr habt da zu viele Tampons dran. Ach, ich hab verstanden, die Map mit den Tampons. Deswegen war ich grad... Du musst mir schon zuhören. Okay, du musst mal die Zähne auseinandernehmen. Kann ich ja nicht. Ich hab so viel Fett. Also ich hab verstanden, was er gesagt hat. Mach mal den Mund auf, wenn du 4 Kids hast, ja? Das muss erst mal hinkriegen. Ui, ui, ui. Franke, dafür hat Meta aber keinen Blick, dass das stimmt. Der denkt ja nur wieder, dass er toll findet. Lustig. Was? Dass er toll findet? Damit habe ich nicht dich gemeint. Sorry, ich war gerade wegen dem Sam-Problem am gucken, deswegen habe ich das jetzt gerade alles nicht mitbekommen. Ich habe nur Meta gehört. Ja, es wurde alles gesagt. Alles okay. Hast du gesagt, du findest mich toll? Ja, nur das hab ich gesagt. Nichts anderes. Oh, danke schön. Würde mir nie in den Sinn kommen, irgendwas anderes zu sagen. Danke schön. Das ist voll lieb von dir. Ich mag dich auch voll. Oh, wie schön er lügen kann. Oh. Was? Oh. Jeder hat ein Talent. Bild, ich war schneller. Warum sehe ich eigentlich Stubal nie auf der Map? Ich sehe immer nur Lindor tot, Lindor tot. Aber so Stubal... Schnauze! Viel mehr passiert halt auch nicht. Ja. Hallo! Mach ich wirklich das mal ein Tag? So, 3 R. Eben so 3, genau. Eben. So 3 finde ich dann heute schon wieder tot. Ja, ich unterschätze immer die Range von dem Kontrabass. Du unterschätzt sie manchmal. Unterschätzen kann man da nicht viel. Ich habe noch echte Zähne, Xan. Du scheiß Kitty. Das Destiny wird ja immer so auf 15 geschätzt. Wow. So. Oh, hinter mir ist ein Eimer. Oh. Naya Vader, okay. Okay. Guter Name. Ja! Gott. So. Gott. Wir müssen hier durch! Platz da, ich komme! Ich muss einmal hier bei euch ins Orange, ne? Wenn das so schießt ausmacht. Oh. Fuck. Wow, komm hier. Wer das hier vorliest, ist doof. Das ist das Einzige, was ich heute hinkriege. Ich töte und werde währenddessen aber auch gekillt. Okay. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Weniger Tampons erschossen. Heute? Wow. Anstrengend, oder? Das, ja. Das. Nee. Was denn? Da fehlen einmal nur die Lücke. Nee. Das ist so schlimm. Ja. Ich hab dich trotzdem gern. Jetzt liegt er schon wieder. Ist doch unverschämt.
Oh. Jetzt habe ich vergessen, das Bandana zu bestellen. Oh, ich hab... Oh, Mann. Warum mal in... So, jetzt muss ich mal gucken wegen euren Waffen. Danke für die Spende, Franke. Oh. Leider ist mein Bot jetzt doof, weil der es vorgelesen hat. Ian, danke für deinen Resub. Puller-Alarm. Oh yeah. So, Khajiit möchte für Meta und Linda... Oh Gott. Eine Zufallswaffenklasse. Oh Gott. Hoffentlich Doppler. Xem, was? Aber früher hat er auch immer Einschaltungszeichen vorgelesen. Ja, ja. Also kann ich mich gerade noch dran erinnern. Ja, ne? Oh nein, nein! Nein! Blaster! Jawoll! Ja, kannst du ja bei deiner Tamponwaffe bleiben. Komm, da holen wir uns auch mal die Tamponwaffe. Wie heißt die überhaupt? Aber die mit dem Regen und der Küche. Okay, dann muss ich auch wieder zurückwechseln. Ich wollte jetzt eine andere nehmen, aber... Also hätte ich jetzt... Basco, du hast die falsche. Stell dich immer so aus der Masse raus. Die Waffe wäre jetzt viel besser, wenn wir Team Rough wären. Ich bin immer eine Special Snowflake. Snowflake? Nein, nicht heute. Oh Gott, das wird so daneben gehen. Oh. Da schafft Meta extra das Ding ab, dass wir nicht mehr viermal dieselbe Waffe haben und dann machen wir es selber. Super dumm eigentlich. Ja, ich fühle mich jetzt auch total verarscht. Ne? Also, ihr könnt auch jetzt... Nein. Ach, ich muss doch bereit sein. Ich kann auf A drücken. Ist das wirklich A rechts oder ist das X? Oder ist das B? Jetzt hat er wieder den Maske. Was? Nix. Alles gut. Mhm. Wunderschönen guten Abend, Odin. Den Odin kriegen wir auch noch zum Destiny Raid. Ja, er spielt ja. Ja, und den werde ich noch nicht bekommen. Oh, es gibt noch mal die anderen. Ach, das ist der Hafen. Oh, wir haben Donny Power 1900. Vielen, vielen Dank, Tubal. Danke für deinen Beitrag. Ich glaube, ohne ihn dann wären wir irgendwo so bei 50. So, Tubal, du kannst mal erklären, an was für einem Turnier du morgen teilnimmst. Erklären. Ja, ne? Was das ist, wann, wo man es sehen kann. Ja, es ist ein Turnier. Gut, jetzt bin ich tot. Was? Oder weißt du es? Wie erklärt man das am besten? Naja, die Seite kennt man ja, ja. Welche? Endtower. Ach, Endtower. Ja, klar. Nie gehört. Ist das Platoon? Und die veranstalten halt eine Art kleines Turnier. Also sie wählen ihre Gegner selbst. Okay. Und da gibt es halt ein paar Preise zu gewinnen. Spiele. Und wenn die hier nicht gewinnen, bleiben die Spiele im Jackpot. Oh, oh, und gibt es für uns beim Gewinnen 4 Spiele. Und das ist aber Splatoon, oder? Ja. Splatoon 2. Ja. Nee, der hätte es ja auch, ich glaube, wenn nur eins gesagt hätte. Genau, und der Tubal spielt da halt mit. Dann können wir morgen. Kann er mir mal ja den Twitch-Link schicken oder irgendwie. Ich bin am Morgen nicht da. Am besten eine Mod. Wenn er dann spielt, dann kann er das mal in Partner-Channel oder so posten. Ich weiß nicht, wer von Mods ist denn morgen über Tag da. Wahrscheinlich gar keiner, ne? Aber du bist doch schon auf jeden Fall schon mal Bescheid, sonst haut Huber das doch mal irgendwo hin. Zur Not dann im Gaming-Channel. Dass der da jetzt High Life macht. Voll Uff, voll Alter! Karten. Wow! Was ist denn hier ein Sprengler bei uns? Alter, da gießt du ganz normal, plötzlich schießt da so eine Sepisphäre hinter der hinter dem Container vor. Du sollst auch nicht wandern gehen, du sollst spielen. Das kam echt unerwartet gerade.
quasi wie so ein Scare-Jump. Scare-Jump? Ein Scare-Jump, ja. Also, das war Absicht? Das war Absicht, ja. Bist du sicher? Ja. Okay. Soll noch mal einer sagen, ich kann kein Englisch. Nein. Ja. Was? Ich hab extra getweetet, um zu zeigen, wie toll ich Englisch kann. Oh fuck. Oh oh. Mein Kind ist leer, das ist nicht gut. Too bad. Na gut, eigentlich hat Tom aber auch nicht. Da geht so. Du sollst ihn einfärben mit einem Drecks-Tampon-Blaster. Der saugt doch die Farbe auf! Wow! Oh Gott! Also wir müssen jetzt auch Blaster nochmal nehmen. Ich bin sofort wieder da. Result! Result! Ey, Wizard wünscht sich was für den Tubai. Ja, war klar. Ich hab's dir gesagt. Na, haut mal sein ganzes Geld auf den Tisch. Aber erstmal spielen wir unsere Runde zu Ende. So, also wir müssen nochmal blastern, ne? Ja, genau. Das müsst ihr. Morgen gehen wir Avengers gucken. Nach dem Muttertag quasi. Im Kino. Okay. Soll ja gut sein. Ziemlich sogar. Hoffe ich doch. Haben wir da letzte Woche Black Panther geguckt? Der war auch schon cool. Der ist doch im Kino? Setzt schon ewig. Ich mag Dan und Otis D. Danke, Bijin, für die Spende. Sie schreibt, ich mag Dan und Otis. Ja, danke dafür. Ich mag keiner. Bijin, magst du mich denn gar nicht? Ich bin immer voll nett zu dir. Warum oh, nicht ein wenig Sold? Und ein Race Dino, 3. Ein Dino-Taco. Weiß nicht. Oder, Dino, oder ein Taco-Dino. Dino soll nicht so lecker sein. Richtig? Das kriegst du nur ganz, ganz selten frisch, deswegen. Der Wizard verteilt Salz. Oh Gottes Willen. Komplett. Linda muss jetzt natürlich aus der Reihe tanzen. Wieso? Mit der Waffe. Das war das. Hat sie eine andere geholt? Wenn ich jetzt hier gerade das Batwing sehe, bin ich auch ganz froh. Oh, warum sagst du mir nicht Bescheid, dass du wechselst? Ich wollte die selber haben. Weil ich dich so mag. Warum liebst du den ganzen? So viel. Ich kann Lüger. Oh Mann, ich will hier einfach nur weg. Na, auch nie mich auf diese Reise. Okay. Warum hat der Blaster eigentlich nur eine Range bis zur Nasenspitze? Ach Mist. Weil er schnell schießt. Und ich ist definitiv weiter als der Luna Blast. Yo. Ja, Luna Blast. Die Gatling schießt auch schnell und kann weiter. Luna Blast ist super. Alter. Nein, das ist nicht. Du bist nicht super. Doch. Nein, nicht, wenn du jetzt hier wieder anfängst, Luna-Blatt. Ja. Habe ich eben auch überlegt, den Luna-Blatt noch zu holen, nur um den da zu bleiben. Hättest du es mal gemacht. Hätte das funktioniert? Vielleicht. Sag's mir vorher, bevor ich mir die Scheiße antue. Ach, macht ganz viel Spaß, Daniel. Vor allem gegen das. Nein. Das macht es schon. Glaub ihr kein Wort. Sie lügt. Wenn es um Luna Blaster geht, lügt sie. Genau wie wenn sie. Ich bin also der Lügner. Frag Janine, ich lüge nicht. Ha, Janine, Kamin. Ihr habt beide keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Dass ihr beide keine Ahnung habt, heißt ja nicht, dass es richtig ist. Also, oder falsch. Bitch, jetzt stirb endlich, wenn ich dich treffe. Meine Güte. Retro Schweizer Vasco. Klingt souverän. Ja, schon, ne?
klingt so, als wäre es so ein harter Abend für dich. Oh. Ich bin hinten bei so Gegners. Was ist denn mit diesem Team falsch, ey? Unsers, oder was? Nein, das hier. Das, die Gegner. Obwohl, ja, mit unserem auch. So schlimm ist Tubal jetzt auch wieder. Das haben wir auch nie behauptet. Das habe ich nicht gesagt, ja. Ja, du hast heute anscheinend so einiges nicht gesagt. Ja. Bitchko. Ach, ist ja noch jemand. Warum kommt denn das? Oh, fickt euch! Einfach alle! Das ist doch scheiße. Oh, Blaster, ey, du bist so scheiße. So, ich geh wieder weg vom Blaster. Aber ich wähl schon mal die... für den Tubal aus. So, Tubal, was hättest du denn am liebsten? Am liebsten? Am besten bevor das durchgelaufen ist. Ist mir egal. Du musst alle wegsnipen. Richtig entscheidungsfreudig, der Mann. Dann entscheide ich halt für dich. Du nimmst jetzt einen Schwapper. Eimer. Irgendeinen Eimer. Eimer, den du toll findest. Waschmaschine oder so. Oder so. Ich gehe auf jeden Fall wieder zurück. Zwar auch rot, aber die Doppler. Warum verkackt ihr eigentlich aktuell so hart? An den Waffen kann es ja nicht liegen. Ihr hattet doch vorher nicht die besten Glanzrunden. Ja. Linda. Ich dachte, das Wochenende ist. Was? Was? Ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Vor Pause. Uiuiui. Ach, das hatte Caro geschrieben, das checke ich jetzt. Natürlich, gibt's sonst noch irgendeinen, der so fies ist? Ja, du. Ja. 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 Wow, what the fuck? Was hast du für ein Rekord, Vasco? Was denn? Weniger wie du, warum? Oder als du. Als wie du. Oh Gott, nein, bitte. Dann wie als. Oh, Alkohol. Hilfe. Alkohol? Jetzt stehe ich das heute nicht durch. Ach so, schlimm sind wir auch wieder nicht. Wenn du mal besser spielen würdest, hast du es auch schneller hinter dir. Kann ich leider nicht von was gegen sagen. Es liegt in deiner Hand. Oh, wow. Schick euch Raketen, hoffentlich helfen wir euch. Und? Send Rockets. Die sind schon fertig. So. Ja. Klingt ja nicht so begeistert. Ich schick euch hier Rüstung. Jawohl. Jawohl. Aber. Auch mal für mich? Nice. Ja. Rüstung auch letzte Woche, da hast du es nur nicht gemerkt. Ja, weil du schwache Rüstung geschickt hast. Paket für euch. Ja, ich schick auch welche. Hat er die Bombe noch geholt? Ich hab meinen Mörder gemördet. Stirb, Roller! Was? Was hast du denn gegen den Laden? Was? Oh, der war gut. Wow, wow. Achtung, Linda Roller. Mit Delay. Der schreckliche Delay. Was ist ein Linda Roller? Der war ein Roller, der hat Linda fast fertig. Und mich.
Komm her! Na, komm her! Ah, geh weg! Scheiße! Send Nukes! Wow, verdammt, warum bin ich hier auf den Spruch gekommen? Verdammt! Nein! Achtung, Roller! Rasko war auch schon mal besser, wo? War das der? Ja. Okay. War schon mal besser oder was? Ich hab den nicht mal gesehen, der kam gar nicht aus der Tinte raus. So soll es sein. Für uns ja. Für dessen Team nicht. Das gehe ich immer. Na, sieht die Sphäre packt sie auch. Roller, stirb! Stirb! Gib mir Kanonen. Schickerschraketen. Oh, Achtung, in der Mitte, links. Die Sphäre. Oh, ist schon vorbei. Oh, schon geplatzt. Oh. Oh, Roller. Oh, die Sonne geht voll. Ich wollte es nicht sagen, aber. Fuck die! Ja, ja. Der hat sowas von. Was gesprungen zu dir? Ja, ja. I hope I can enjoy. Hier nicht. Jetzt nicht. Hab ihn. Gut. Nee. Das rechts war ich. Oh fuck, ey. Nichts gebracht. Ah. Oh. An wen hat's gelegen? So, gucken wir mal. Ach, oh, verdammt. Tubal! Nein. Oh. Nein, alles gut. Mit 12 Tisch lag's auf jeden Fall an ihm. Ja, auf jeden Fall. Schäm dich, Tubal. Jo. Das ist also sehr zu wenig. Unfassbar. Also, um unseren Skill auszugleichen, musst du mindestens 20 machen. Das ist dann ja wie im Rangkampf. Ja, 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 genau. Wie beim Turnier auch. Wer kennt es nicht, das allseits beliebte Splat Brawl? Aber das ist eine schöne Zeit. Das war super, ja. Selten spannendere Kämpfe gehabt. Oh ja. Kuro hat's gefeiert. Von uns allen am meisten. Der hat uns dann ja die ganze Zeit genervt, dass wir endlich Teil 2 und 3 machen. Na, Teil 2 von Steph Brown. Wer uns genervt hat? Na, Kuro. Nein. Mann, das war Ironie. Du hast das unsichtbare Kappa dahinter nicht gesehen. Oh. Gut, ich seh's nicht. Oh. Tut mir leid. Ja, gar nicht. Ach so, ich verstehe. Ja, ja. Der Delay, Entschuldigung. Oh, ja, Mann. Krass, ey, was ein Spruch. Ja. Ich hab gesagt, ich hab. Ach, oben auf dem Schwamm. Auf Spot. Tanz den Schwamm, Schwamm, Tanz den Schwamm. Genau. Oh. Was war's gerade? Viel Freude vom. Nein. Ich wette, Lin, das in der Dusche. Tanz den Schwamm, Schwamm. Und schmeißt den Schwamm hin und her. Nein. Ich benutze zwar einen Duschschwamm, aber dabei. Echt? Ja. So ein Rumpf. Echt, das ist, weil das tausendmal besser schäumt, als wenn ich jetzt tausend... Okay. Schäumen. Ich benutze gar kein Duschgel. Wirkungsvolle Pause. Natürlich. Ja, natürlich. Tubal hat abonniert. Du sollst spielen. Zwei Monate ich Folge. War tot. Ja, die Respawn-Zeit sinnvoll genutzt, würde ich sagen. Ja, das könntest du aber auch jetzt jede Respawn-Zeit machen. Also, ich hätte mich schon gewöhnt. Oh, fuck. So zwei sind, ne? Fuck, fuck, fuck! Das ist der dritte. Ach, da ist der dritte. Hallo. Oh je, jetzt, die kämpfen sich vor, das ist nicht gut. Na, links. Das kannst du links, die nicht einfach einer töten. Durch. Hier, ich zeige euch mal, wo wir sind. Hat nicht funktioniert. Ah, wow, ich denke, warum komme ich hier nicht weiter? Komm, du mal Auto angefahren. Keine Ahnung, hast du nicht Hupen gehört? Der Zug halt. Komm, gib mir Ult, Junge.
Hä, wo ist der hin? Du bist verarschen, ey. Jawoll. I have not seen this. Sehr gut, irgendwie hat mir der geholfen. Wow. Geholfen. Er hat mir geholfen. Was hat's eigentlich in Deutsch? Nein, das war irgendein Squid. Was für eine Note in der Schule. Lange her war's, Gunnar, lange her. Was? Er hat's immer noch. So ein Opa, ey! Ich hab dich verstanden, ich hab dich zugehört. Ja, du! Hol den Hörgerät! Ich hab's nicht verstanden und nicht zugehört. Sag doch, du bist ganz schön alt. Ja, das geht doch. What the fuck? Ein Abo von Rizard. War wohl gerade mal tot, ne? Hat sich geoutet. Danke, Rizard. Ja, gut. Glaube ich, dein erster Abo. Dann wirst du jetzt ja auch orange im Discord. Daran erinnere mich nicht daran. Ehrlich. Ja. Linda? Wo er aber recht hat, auch hat er nicht recht. Jünger. Na, ich werde täglich daran erinnert, das ist echt nicht. Hängt die schon so tief? Oder weswegen meinst du jetzt? Ne, mir tut jetzt manchmal meine linke Hüfte weh, wenn ich scheiße. Oh je, die Hüfte jetzt auch schon. Hinkst du? Das Handgelenk, die Hüfte. Alles. Je. Das Gedächtnis. Mit dem Handgelenk hat Detsch aber auch Probleme. Nein. Ja, das Gedächtnis tut mir weh. Exakt. Ja, weh, das ist zum Glück noch scharf. Solltest du mir unbedingt deinen plastischen Chirurg. Ja, wir können auch gerne kurz zusammen hingehen. Cool. Vielleicht gibt's da sowas wie Mengenrabatt. Muss man Cloud fragen, aber auch direkt. Ab der dritten Titte nur die Hälfte, oder? Hallo, ach, wir spielen ein Farbspiel. Ein Kinderspiel. Nein, das habe ich extra nicht gesagt. Nein, es ist nämlich wirklich kein Kinderspiel. Also es ist vor allen Dingen kein Kinderspiel zu gewinnen. Ich bin totaler Ernst. Wir nehmen den Tintenfischen die Existenz. Hallo, Bienenroller, ja, herzlichen Dank. Mann. Ja, mit deinem scheiß Bambusler kommst du nicht so weit, ne? Oh fuck. Bambusler? Bambusler. Ja, meistens spielen das nur Leute, die es können. Ja, hab ich auch irgendwo gehört. Ja. Aber der scheinbar nicht, der hat so ein... Okay, der nicht, ja, tatsächlich nicht. Er versucht mich zu killen. Ja, aber wirklich nicht gut. Das gerade mal ein Drittel weit von mir. Vielleicht streamt er und muss sie nehmen. Komm, das schaff ich noch. Noch ein Stück. Da ist er schon wieder. Na, nicht solche F-Dochter hier. Da spielen ja zwei. Spielen jetzt einen Bambusler? Nee, der ist zwei, ja. Doch, tatsächlich. Das ist wirklich Streamer, stimmt. Was für ein Glitch, ey. Wow, da war ja was? Wasser? Rakete auf allen Vieren! Ich bin gerade so ein bisschen so zurückgegangen und plötzlich bin ich... Raketen auf. Die haben einen Sniper? Achso, die haben zwei Sniper, die Bambus-Stars. Okay, das ist keine Sniper, das ist Wasserrohr. Okay. Bambusrohr. Aber nicht mal richtig spitz, auch ein Dünerroller. Ja. Ich dachte, ich sehe den nicht. Ich dachte, den schönest den immer vor. Dann war ich ja zu weit weg. Ich höre doch nicht wie ein Bambusler, also. Ui, hinter mir. Mach mal den Düner! Ich hab gedünt. Der Dünerroller ist jetzt eine Düne. Ich hab gedünt. Was? Ich hab gedünt. Läuft bei dir. Dankeschön.
Jetzt stirb halt! Sie sind größer als deine Dünen. Wow. Wow. Oh Gott. Ich hab den Dünen, weil der Dünen bei uns aber auch nicht gerade ordentlich rum. Ja? Dann sollten wir ihn mal ausdünen. Hä? Ha! So, ausgedünnt. Dünstschluss. Dünsten! Oh Gott, oh Gott. Bitch, komm her. So, 3 Sekunden vor Schluss habt ihr von mir noch Rüstung bekommen. Ich hab noch Raketen abgeschossen. Ich konnte super einsetzen. Alles für die Statistik. Bilder in meinem Kopf. Die vierte gibt's auch noch oben drauf. Kann ich bei Wunschwaffenklasse verschiedene für jeden bestimmen oder nur einen? Was? Mit einmal kaufen, maximal für 2 Leute. Ich hab einen Stern, ich bin ein Star. Oh, ein Stern, oh je. Da hat er das nicht letzte Woche auch schon gehabt? Der Dan sagt, wenigstens wehen ihre Dünen nicht weg. So, Wanderdünen. So, für Vasco gibt es eine Zufallswaffenklasse. Oh je. Bitte bleib. Wem habe ich denn das zu verdanken? Sniper. Franke. Oh, cool. Oh, ja, cool. Hassliste. Franke. Death Note. Richtig gut. Boah, das wäre übel. Soweit ist es also schon. Oh. Eine gute Waffe. Oh je, was kommt denn? Blaster. Pinsel ist gut. Doppler. Naja. Der Frank hat heute richtig Glück. Bei mir war das auch Franke, wo ich einen Doppler bekommen habe. Hast du noch 20 Sekunden? Ja. Ich kann lesen. Nein! Nimm mal den Krücke aus der Hand und mach hin. Boah, wenn man es manchmal nicht merkt. Ein Abo von Mädchen! Dankeschön! Ach so! Wollte ich bloß nicht eingeben. Was? Nix. Linda Schaas Mausi. Nein, der eine heißt Balea und Balea ist nicht. Jetzt weiß ich, was du meinst, Rizard. Nee, so geht's nicht. Also du kannst für maximal 2 wählen, wenn es die... So geht's nicht, mein Freund. dieselbe Wunschwaffenklasse. Machst du verschiedene Wunschwaffenklassen, dann musst du das für jede Person einmal machen. Also quasi, du kannst das nicht alle auf einmal... Oh Gott, dieses Rumrollen, ey, das ist so fürchterlich. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Kannst du mal das R rollen? Richtig. Das kann nur Mema richtig gut. Ich hab dir das mal gerade refunded. Da kannst du nochmal überlegen, Wizard. Was kann Mema richtig gut? Was kann Mema richtig gut? Das Rumarr. Echt? Ja. Ist der so einer? Ja. Schlingel. So einer. Ich konnte es auch nicht glauben, als es... Neighbor. Kleines Schatz, du. Da läufst du dann eiskalten... Echt? Spuckt er dabei so sehr? Wow. Ach, fick dich doch. Ich hab dich gerecht, glaube ich. Danke. Ich bin aber mitgestorben. Mitten im Kampf. Ich hab dich gerecht. Okay. Ich war mir sicher, dass ich... Und es war ja auch dann so. Ja, super. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ich mit drauf gehe, aber okay. Für dich lasse ich mich sogar töten. Oh. What the fuck? Ich werde nicht irgendwann immer in eine blöde Situation kommen. Was für ein Schleimer, ist er ekelhaft.
Du hast dich für mich doch nie umgebracht. Was ja. Tust du? Vielleicht hängen ja doch eher deine und nicht meine. Vielleicht liegt es daran. Was? Wenn du mal wenigstens zum Treffen kommen würdest. Du Hänger, ey. Also bitte, wenn dann schon Hängerin, ja. Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht sexistisch sein. Na, das ist okay. Also, okay. Sexistisch sein ist okay. Nicht kann das. Ah, nein, aber du weißt. Ich bin Linda und keine Kinder. Ach Gott. Ja, ich hab Gott sei Dank keine. Willst du keine? Irgendwann vielleicht mal. Wie viele? Wie Dan vorhin schon gesagt hat, du wirst nicht jünger. Bist du schon bald raus aus dem Kinderalter? Wow. Nee, was das betrifft, funktioniert noch alles ein. Hast du denn schon Kinder? Wollten wir so genau wissen. Wo willst du das denn wissen? Du hast doch nicht mal eins. Greta hat angefangen. Jetzt lass dich halt Kind, du Sau. Ach, ich hab keine Kinder. Ja, leckst mich doch an. Hättest du lieber Junge oder Mädchen? Oh, ich glaube, Jungen sind unkomplizierter. Scheiße. Das bin ich ja. Ich so ein Mädchen, also. Keine Ahnung. Also, wenn du so Maver kriegst, dann hast du es ja schon anstrengend. Alter, mit Maver hätte man es einfach. Findest du? Ja, ich glaube schon. Rizard, du müsstest das nochmal kurz neu wählen. Ich hab dir das Geld zurückgegeben. Ach, nicht Maver, Rizard. Habe ich Rizard gesagt? Janine, ich wusste. Deswegen habe ich da drauf angesprochen. Das mache ich nur, weil du es so sehr magst. Nur deswegen. Um Gott, oh, Zwillinge, um Gott. Bravo. Wegen dir hat er das wieder gemacht, Linda. Okay, das ist. Also im Stream hat er das doch nie gemacht. Maver muss dann echt mal reinkommen und. Richtig gut. Warum muss es Tinte sein? Kann es denn nicht Blut sein? Blut hatten wir letzte Woche. Mit Team Ruff. Musst du kreativ sein. Aber hallo, Vampir-Sophie. Hallo. Hoffentlich bist du nicht durch. Haben halt ein hohes Potenzial auf Zwillinge. Oh ja. Okay. Kinderschokolade ist echt gesund. Wegen Kindermilch und so. Eben bei der Milch. Kindermilch, wow. Wow. In Lachgummi sind auch Vitamine drin, das steht sogar drauf und das ja, vor allem wirst du fröhlich davon. Ja, eben. Genau, Linda kriegt einfach Zwillinge, Junge. Mit. Na, die kriegt Quattrolinge. Das wäre mein schlimmster Albtraum, wirklich, wenn ich irgendwann mal Kinder habe. Und ich werde schwanger und mir wird gesagt, es werden Zwillinge. Vielleicht wirst du ja Octomom, passend zu Splatoon. Oh, so ein kleines Octogirl. Oh. Ja. Ja, genau. Oh, mein Kind hat ganz viele Arme, wie toll! Hallo, mein Kind hat die geilsten Frisuren auf dem. Wie man sich vorstellt. Du nicht, oder was? Ach, von mir hat es. Denk mal für. Achso, dann hast du gar keine Haare mehr. Natürlich habe ich noch. Ich hab genug für drei Leute. Okay. Das passt dann schon. Ja, ich hab auch ausreichendes Haar. Nein! Fuck! Aus dieses Thema! Ich hasse nicht! Ausreichendes Haar, okay. Oh. Ja. Obwohl, weil ich werde es ja nicht mehr lange haben. Bald werden wir ja endlich mal abgeschnitten. Was? Komplett? Nein! Oh, ich hab so die Schnauze voll, die sind lang. 20 cm mindestens weg. Nice. Oh, nein. Da haben wir ja der super teure Friseur, ja, meine Haare versauen musste mit seiner Blondierung. Bin ich froh, wenn es dann endlich weg ist. Oh, okay. Erdbeerkäse. Oh Gott, Erdbeerkäse. Erdbeerkäse. Ah. Guten alten Klassiker. Bio ist für mich Abfall. Na, diese. Oh, wie viele Raketen haben die denn noch, ey? Ah,
Danke, irgendwer hat da noch was draufgeschmissen. Ach, Tubal. Ich war. Na, Tubal rettet uns ja an. Mit Tubal an den Marterpfahl. Was? Warum bin ich denn jetzt hier schon wieder mit einem Sandwich drin? Nein, ich will nicht! Nun. Ich hasse das! Mann, das ist so nervig, dieses Spiel. Gott! Viele mögen das. Aber doch nicht hier. Doch, eh. Wo dann? Aha. Oh Gott, was habe ich wieder gesagt? Ja! Wir hören Kinder zu. Otis, Biene. Ja, eben, wir hören Kinder zu. Kinder. Und das an. Wir sind die Sendung mit der Splatoon. Mann, du Konrad, lass uns wissen. Da bin ich getötet. Text doch einfach. Dankeschön. Und ich bin diesmal nicht dabei gestorben. Oh, ich bin gestolpert. Ein Hype für Vasco. Er ist einmal nicht gestorben. Hype. Obwohl. What the fuck? Was ein Move, ey. Move. Nee, das haben wir, das haben wir. Easy. Das sah auf dem Map gerade ein bisschen anders aus, wie irgendwie. Ja, zwei Hypes für Vasco. Nice. Kalter. Ja, genau. Bio ist für mich Abfall. Für meine Kinder, da kann es auch mal was aus der Dose sein. Die Alter, das kannst du keinem erzählen. Das ist so gut. So, hey, cool, ich darf ja wieder wechseln. Ein Wunsch von Dan für Linda Schatzi-Mausi. Oh Gott. Ui. Zufall, lass uns rollen. Kann ich ja mal ganz kurz schauen. Gerade. Ah, ich geh mir einen Snack holen. Also im Spiel. Snackpause. Ist doch schon lange weg, mein Snack. Was nehme ich dann? De. Ich eh nicht, was ich will. Pluviator. Ah, da hab ich einen. Das ist okay. So, komm mal her. Gib mir Snacks, Snacks. Was wir nehmen? Wo haben wir's? Den da, der sieht lecker aus. Oh, geil. Ich glaube, das könnte nervig werden. Take my umbrella, Ella. Ich finde das gut toll. So, ich dachte, der wollte es auf die Umbrella Corporation. Nee, heute nicht mehr. Dann hätte Linda ein Quartett, lese ich gerade erst. Heute ist Flachwitztag. Ja. Heute? Nur heute? Das ist das Einzige, was flach ist. Oh Gott. Was hast du eingestellt zu Tubal? Er schüttelt auch nur den Kopf und fragt sich, wo er hier reingeht. Er fragt sich nur so, ich spiele Splatoon und ich könnte am Grillen sein mit meiner Family. Ich könnte jetzt grillen, ja, aber es ist so warm draußen. Ach, ja. Viel zu warm. Aber grillen lohnt sich voll. Ach nein, warte, oh, um Gottes. Was hättet ihr am liebsten auf dem Grill? Habt ihr lieber Fleisch, Wurst, Fisch? Hähnchen. Ach, du bist Hähnchengriller. Oh, Hähnchen. Ach, total. Hähnchen und Brot und dann Fettkräuterbutter.
Was hast du denn lieber, Brust oder Flügel, Keule? Eigentlich eher die Brust, muss ich sagen. Brüste sind immer gut. Auch dabei. Das ist korrekt. Das ist aber korrekt, also. Ja, ist okay, ist okay. Da knabbert man gerne mal dran. Alter, wie viel dann okay ist, oh Gott. Wow, ich hab ja ein bisschen Probleme, okay, jetzt nicht mehr. Hatte der Tubal eine sächsische Dialekte? Ja, hat der sächsische Dialekt. Ich doch nicht. Besser als ein sächsischen. Ich bin ganz normal. Nein! Die Map ist so evil. Was scheiß Bomben sind viel schlimmer als die Map selbst. Wegen den scheiß, Ich finde die Gegner am nervigsten. So alle einfach. Ich würde mal gerne gegen Kalter spielen. Ist bestimmt voll schlecht. Send help! Send Noobs. Ich krieg die Bridge ja nicht down. Egal welche Spielkalter, versucht mir immer auszuweichen. Ich werde mal. Ich dachte, ich spiele bei euch, mit. Ja, aber spielt nie mit mir. So, na gut. Was für kalter Spiel hier? Mann, oder ich antworte nicht, nein, ich bin für WoW verabredet. Immer irgendwelche Ausreden, die ganze Zeit. Irgendwas ist immer. Ja, ist echt so. Fuck! Ich hab grad Kuchen auf dem Herd, was weiß ich. Kuchen auf dem Herd? Ja, das siehst du, wie dumm die sind. Jetzt mal Kuchen kochen. Ja, genau. Kuchen kochen. Hühnchen backen. Oh, das ist so still. Sorry, dass ich da als Tank oder Healer gebraucht werde. Sorry, dass du bei uns auch gebraucht wirst, ne? Kurzsichtig hier. Aber er spielt halt lieber WoW. Also das ist sein Lieblingsspiel. Und daher kann man das ja verstehen. Ja. Kommt eigentlich noch viel raus bei WoW? Da kommt doch demnächst nochmal ein neues Addon. Bringen die denn eigentlich irgendwann in WoW 2 oder trauen sie sich den Weg nicht? Ich dachte, das ist keine Ahnung. Die haben das ja mittendrin irgendwie mal die Grafik geupdatet, aber jo. Ja, schon geil eigentlich. Ja, schon. Also die komplette Lore mitgehst, also ist schon... Das ist schon, ich meine, das Spiel geht jetzt fast 15 Jahre, ne? Ist ja fast so alt wie ich. Naja, für den neuen Content musst du aber halt auch jedes Mal bezahlen, oder halt monatlich. Ja. Monatlich? Dafür wirst du aber halt auch gut bedient. Naja. Ist es jetzt monatlich, oder was? Du bezahlst schon immer monatlich für WoW-Gebühren. Ich hab's nie gespielt. Keine Ahnung. Also wenn du das jetzt seit 15 Jahren spielst und monatlich irgendwie deine, ich glaube am günstigsten sind es glaube ich 10 Euro oder irgendwas. Wow. Also, ja. Das Problem ist, ich hätte dann immer das Gefühl, du musst jetzt spielen, weil du bezahlst ja dafür. Genau, das genau. Im Prinzip kommt es bei Destiny ja auch auf nichts anderes. Nur, dass du es halt einmal am Anfang bezahlst. Das fühlt sich halt irgendwie anders an. Eben, du bezahlst halt nicht mehr, wenn du dir länger Zeit lässt. Aber bei WoW quasi halt schon. Ne? Das stimmt natürlich. Das ist halt schon mies irgendwo. Also mit Linda hatte ich echt riesen Bock drauf auf das Spiel. Ja, sie kann es ja nicht, da kann ich versuchen, was ich will. Wenn sie halt nur irgendwelche Kaffeemaschinenrechner hat, kann es halt nichts machen. Welche billigen Laptops. Du hast selber eine, sei mal die Klappe. Ja, Vasco will ja nicht nur mitspielen, weil sich... Ich habe kein MacBook. Apple habe ich nur iPhone und iPad. Nur. Ein iPhone? Ja. Ich habe ein iPhone und ein iPad. Und ich bin einmal zwischendrin auf Android gewechselt, habe das Telefon dreiviertel Jahr benutzt und bin dann wieder auf mein vorheriges iPhone gewechselt. Weil es mir einfach so auf die Nerven ging mit allem. Weil nichts so funktioniert hat, wie es gewohnt war. Nee. Hat das auch Bungie gemacht? Da bezahle ich lieber
viel zu viel Geld für ein iPhone. Das muss man halt leider so sagen, aber die sind halt auch einfach. Ja, es gibt, ja, die machen, was sie wollen. Also, im Gegensatz sollen. Zum iPhone gibt es von Android ja einige verschiedene Versionen. Das stimmt. Und wenn du halt gerade nicht. Das ist ja genauso wie beim MacBook, was weiß ich, oder mit Linux. Gibt es auch verschiedene Versionen. Wenn du dir halt die Scheiß-Version raussuchst, dann können die noch nichts für. Ja. Okay. Naja, aber das ist halt jeder sein Geschmack. Das ist doch vollkommen ja. Ich finde es sowieso, dass jede App für beide Systeme rauskommen sollte. Da hat man auch kein Problem. Meistens, ja. Wobei es halt bei Apple halt eben oft Apps gibt, die dann halt was kosten, aber dann halt auch, naja, ich sag mal, was können. Bei Android hatte ich oft, dass es zwar etliche kostenlose Apps gibt, aber irgendwie war keine so jetzt das Gelbe vom Ei. Lots of yellow from egg. Ja. Janine sagt ja, Linda spielt ja lieber mit mir. Ich glaube schon, dass Linda das gerne mit mir mal spielen würde. Und dann nicht spiele ich gerne, das stimmt. Mach mit mir nicht. Hier würde ich auch gerne mal wieder lassen. Ja. Ja, man sagt halt manchmal Dinge, das ist halt. Ich sag manchmal Dinge? Nein, Vasco sagt manchmal. Was? Nein. Vasco ist schon ein kleiner Freshie. Nein? Nein. Rakelos! Oh. Bei Gelegenheit schenke ich Linda einen Rechner und Destiny und das Spiel. Oh ja. Ach du. Sackgasse! Ohne dich, ich glaube. Ein in the Gegner-Terror. Oh, cool. Das war bestimmt, was ich wusste. Als ich kam, wusste. Als du gesprungen bist? Ja. Bist du noch da? Sprung mal gerade. Jetzt bin ich da. Oh, scheiße. Ne? Lass die Finger weg von WoW. Es frisst eure Seele. Okay, die Runde haben wir verloren. Oh, wow. Ja. Mann, Linda, kann doch nicht wahr sein. Nicht mal unter springen kannst du. Na, ich war es ja auch mit einer Waffe gehandicapt. So. Achso, stimmt. Du kannst dir jetzt deinen Skill abschirmen. Obwohl ich am wenigsten mit dem Schirm aussehe. Ja, wie heißt das? Essen, Asem, Atem? Das sieht auf jeden Fall geil aus. So, sind alle fertig mit ihren Waffen? Ja. Oh. Da müssen Tubal und ich Sniper holen. Das wird lustig. Danke dafür, Wizard. Danke. Vielen Dank. Großartiger Junge. Brauchst du ja nicht glauben, dass du nochmal eine Einladung kriegst. Ihr seid immer noch nicht glorreich. Hat ein dreckiges Maul, Dad. Sagt der in Destiny seinen Warlock löscht, weil er sagt, ihr Warlock ist scheiße. Ich mach mir einen zweiten Titan. Dann spielt er zweimal dieselbe Klasse die ganze Zeit. Und jetzt dann auf Maximallevel denkt er sich, naja, aber zweimal dieselbe Klasse, dann muss ich immer dasselbe machen. Das ist ja auch doof. Löscht er seinen Titan und macht wieder einen Warlock. Und jetzt, oh. Der ist echt so ein. Da hat er gestern den ganzen Tag von morgens bis nachts 2 Uhr gespielt, um die ganze Story nochmal mit dem Warlock durchzuspielen. Das ist so ein Süßi, ey. $2,700 Coins, um euch zu. What the fuck, ey? Tuba, du hast doch nicht jetzt ernsthaft das Bambusrohr genommen. Willst du nicht gewinnen? Da weißt du selber nicht, was da drauf antworten. Egal, welche Waffe.
Ach, du kannst keinen Sniper? Nee, nicht mehr. Fuck, wir sind im Arsch. Es kommt Maver wieder am Ball. Spielt er denn Sniper? Was für ein Idiot! Du dachtest, Maver dann gar nicht, das Arr von. Genau, und nach dem Satz dann noch. Was für ein Idiot! Arr! Ey, ich hab zwei gekillt. Einen hab ich schon mal. Ja, nice, du bist ja mir weit voraus. Spike, scheiße. Ich hab dich gerecht. Ja, der Knalli spielt nie mit uns Destiny. Der sagt doch so, habt ihr noch Platz für Damastrike? Ja, nach der Runde. Sind wir fertig? Sagt Olli, ja, wir können jetzt Damastrike. Keine Reaktion. Halbe Stunde später geht er einfach offline. Ist okay. Kein Thema, Knalli. Dafür vergesse ich deinen Geburtstag. So, hast du jetzt davon. Ja, das war alles Folgefehler. Scheiße, ich muss über 400 Punkte kommen. Mein Hauptziel. 3 gegen 1. Oh, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Klar! Ich bin über 400. Yes. Übrigens, Achtung, was du hier machst. Falls ihr es nicht erkannt habt, ich kann 0 Sniper. Hm. Auch wenn es anders aussieht. Ah, die Buff-Bombe! No. Ja. Fuck! Ah, jetzt waren 2 da. Scheiße. Mann! Es waren 2. Du mal, du Fuck-Gesicht! Ich wollte dich rächen, aber irgendwie nicht. Du hast mein einziges Kill geklaut! Mein einziges Kill geklaut, oh. Nein! Linda, bring doch mal die Leistung vom letzten Mal. Der Tisch möchte ich daran erinnern, dass du genau gesagt hast. Ich hab Linda versprochen, dass es heute besser wird. Und ist auch so. Mit mir ist das eh alles viel besser. Ich bin nämlich so skillbehaftet. Jetzt stirb doch, du Saumensch. Du Saumensch? Ja. Und jetzt bitte noch ein Grund sein daher. Nein. Das kannst du besser, Meta. Ich kann dir nur ein Arr an. Ein Arr! Naja. Los, Meta. Oh, schade. Spielst du eigentlich noch dieses komische Thieves of Sea? Du versuchst die ganze Zeit, aber es hat unmöglich, dass man alle 4 Leute gleich zur Zeit haben. Ich hab's jetzt einmal hinbekommen. So schlimm? Naja, Olli hat halt mit die Nachtschichten. Daniel kann meistens abend. Daniel kann meistens nie. Nein, Daniel kann meistens abend. Wer ist Daniel? Die anderen müssen aber wieder morgens früh raus. Das ist echt alles ein bisschen kompliziert. Aber du hast noch Lust. Ja, Lust auf jeden Fall. Passiert da noch was? So, soll es wieder ein paar Updates gegeben haben. Ich habe keine Ahnung, was da drin vorkommt, aber mir macht Spaß. Noch mehr random Schatzkisten. Ich habe tatsächlich nichts mehr groß gehört, so in den News und so. Ja, die meisten haben das halt auch in dieser Testphase Game Pass geholt und die werden es dann gespielt. Ja, da war doch jetzt nochmal, da gab es jetzt nochmal Xbox für einen, diesen Xbox Pass für einen Euro, genau. Da kannst du ja nochmal reinhauen. Das ist auch der einzige Grund, weshalb ich es momentan nochmal spiele. Ja. Also ich habe es in der Beta gespielt und hatte da schon das Gefühl, alles gesehen zu haben. Ich muss sagen, der Raid hat ja damals bei euch nicht geklappt. Der was? Der Raid. Da hattet ihr doch, glaub mal, einen probiert. Und euch haben so darüber aufgeregt, weil das irgendwie mit den anderen... Die oder irgendwie. Du bist die ganze Zeit abgehört. Nee, Quatsch. Ja. Wow. Stehen nur Raid und irgendwie und Voltis und Raid irgendwie. Dann halte ich erstmal kurz die Klappe. Das war jetzt nicht abgehakt. Ich weiß jetzt nicht, ob. Ja, ist echt so, ne?
Okay, probier nochmal. Ihr hattet doch auch mal diesen Raid probiert. Du meinst den Sea of Thieves? Genau. Also auf der Insel da. Mhm. Das haben wir durchgespielt. Ja, hattet ihr dann aber. Ich hab euch noch genau was gefragt. Ihr hattet euch aber irgendwas aufgeregt, dass es sich nicht gelohnt hätte. Das was? Fuck. Dass es sich nicht gelohnt hätte. Großen Schirm. Ja, das war ein Bug. Keine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt. Schirmmeter. Okay. Also wir haben das Ding komplett durchgespielt. Wir haben auch quasi Schlüssel gefunden und den Raum und aufgemacht. Aber da war nur ein Kelch drin gewesen im Lootraum. Ach so. Sonst nichts. Und da das unser erster war, haben wir gedacht, ja super, lohnt sich ja richtig. Ne? Ah, verständlich. Aber es hat sich nachher herausgestellt, dass das so nicht sein soll. Nachdem wir das im Video mal gesehen hatten, dass andere eigentlich mehr rausgekriegt haben als wir. Aber wir haben es geschafft und gemacht. Deswegen meinen wir haben schon alles gesehen, irgendwie gefühlt. Das haben wir alles in der Beta in 3-4 Stunden haben wir das alles schon. Keine Ahnung, das war alles. Ich kann es auch absolut verstehen, wenn da Leute sagen, bringt denn jetzt keinen Mehrwert, keine Frage, kann ich echt. Es ist halt im Prinzip. Im Prinzip ist es grinden und. Ja, hängt halt viel davon ab, mit welchen Leuten man spielt und man, das heißt ja auch irgendwie schreibt deine eigene Geschichte. Ja. Ja, okay, damit macht man sich aber halt auch einfach. Schon. Ist dann schon. Es ist zwar ein super Gedanke. Und sie bieten ja dann halt auch. Man darf nicht vergessen, sie bieten ja einem. Quasi was, dass man sich eine eigene Geschichte machen kann. Ohne das ging es ja nicht. Mhm. Aber irgendwie hat das den Leuten halt dann doch nicht gereicht. Das war dann. Schreibt deine eigene Geschichte, ja, aber dann gibt mir vielleicht dann doch mehr Möglichkeiten. Ich meine, allein, dass es schon im Game Pass mit drin ist, also würde ich sagen, zeigt irgendwie, dass die. Mehrfach. Keine Ahnung, sogar, ne? Dass die Zahlen, die Vorbestellungen und so nicht so waren, wie die sich das vorgestellt hatten im Vorfeld. Ich glaube, die Verkaufszahlen, die waren ja, glaube ich, gut gewesen, tatsächlich. Aber ich glaube, die aktive Spielerzahl kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, über die Hälfte der Spieler haben sich seit kostenlos Game Pass im Testmonat geholt. Mhm. Viele sich danach geholt haben, das konnten sie dann irgendwie erfassen. Aber klar, wenn du die Möglichkeit hast, es zu Release erstmal kostenlos zu spielen, dann holt sich das dann 30 Euro. Ja, klar. Also hier für 30 Euro hättest du mir auch Frage gehabt. Richtig gut bezahlt. Ey, du hast immer einmal deine Ult eingesetzt, ist doch okay. Ja! Immer alles positiv sehen. Ja, ist schade. Ich fand Sea of Thieves eigentlich, als ich das erste Mal damals gesehen habe, fand ich das eine super Idee. Mhm. Die Idee dahinter ist auch echt gut. Nur, was mir zum Beispiel, also ich habe es ja sowohl an der Xbox mal gespielt, als auch danach eben über den Game Pass am Rechner. Es ist für mich einfach ein Spiel, das eigentlich für Maus und Tastatur gemacht ist, nicht für Controller. Das hat sich einfach besser angefühlt. Ja, Maustastatur, also mit Steuerung hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Meinst du den hier, RZA? Camp Pulviator. Also die Steuerung, ich habe ja direkt Maustastatur gespielt. Also da hatte ich jetzt das fand ich jetzt nicht schlimm. Also es war vollkommen in Ordnung, aber ich wusste nicht, was ich war gelangweilt einfach. Ich war in der Beta schon gelangweilt. Mhm. Keine Ahnung. Ich kam darauf nicht klar. Ja, du machst ja letztendlich auch immer nur das Gleiche. Ich glaube, wir haben auch einfach die. Ja, du machst bei Destiny quasi auch immer das Gleiche, wenn du die Story einmal durch hast. Und bei Ark ja auch und so. Aber irgendwie hat mir das da gefallen. Und bei CFC irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Na gut, bei Ark musst du ja erstmal alles irgendwie aufbauen und dann auch unterhalten quasi, dass das alles. Ne? Ey, ohne Scheiß. Aber wir haben fast. Ich habe 700 Stunden gebraucht, um erstmal die erste Map mit letztem Endboss und Cave durchzuschaffen. Oh, nicht schlecht. Also es ist schon eine Zahl. Mhm. Alter, wo kommt der denn her? Fuck.
springt da auch aus unserer Tinte, als wäre nichts. Ja, das verstehe ich auch nie, wie das geht, aber... Der Wizard hat sich gewünscht, dass ich diesen riesen Wegeschirm hole. Oh Gott. Ich hab einen. Nein! Doch. Ah doch. Nein, nee, er ist daneben gesprungen. Oh wow, aber dann kam der Eimer. Aber die Raids in Destiny sind halt einfach mega. Wir haben den jetzt, ich glaube vor einer Woche, haben wir den Raid im Prestige versucht, das erste Mal. Wir hatten den noch nicht gemacht. Du hast ja immer bis Dienstag 19 Uhr Zeit. Also eine Woche halt immer. Na, der campt hier unten. Ich glaube, wir haben nach 2 Tagen am Endboss sind wir dann gescheitert, haben wir nicht mehr geschafft. Na, ey. Ist schon richtig hart gewesen. Du darfst halt so gut wie keine Fehler erlauben. Das ist schon heftig. Fuck. Okay. Ah, jetzt sind sie weg. Geh weg. Ach nee. Du machst doch schon gut, Alter. Hier, versteck dich hinter meinem Schild. Ich beschütze dich. Hier ganz ganz rechts muss noch einer kämpfen. Ja, da kommt ein Pinsel. Dieser Pinsel ist nur am Kämpfen. Ich werde nur so auf. Es wurden uns aber auch Tage geklaut. Ja, das stimmt. Wir haben auf eine Person gewartet. Dann irgendwie 2 Tage sind ausgefallen, wo wir eigentlich schon machen wollten. Oh, also sonst hätten wir das geschafft gehabt. Aber irgendwie, ja, das war blöd gelaufen alles mit Kommunikation. Also sehr, sehr ärgerlich. Das heißt, nächstes Wochenende. Ach, am Pfingsten versuchen wir es nochmal. Okay. Sea of Thieves-Diskussion ist auch schon ein fester Bestandteil des Fredfest-Teams. Ist das so? Ich empfinde tatsächlich nicht so. Oft haben wir jetzt nicht drüber geredet. Nee. Wir haben öfter mal drüber geredet, glaube ich, ja. Also rauskam damals. Ja, weil Linda das halt nicht spielt. Ja, sie ist halt Pro-Spieler. Ich finde sie auch nicht competitive. Das war schlecht, ey. Nö, eigentlich nicht. Oh, guck mal, das ist ein lustiges Motorrad. Das ist ein Haken. Der Haken, da ist ein Haken an der Sache. Ich hab dich am Haken, Baby. Oh. Ganz böse. Ich hab einen gekillt, ich bin super stolz. Ich hab 8. Ich hab auch 8. Ich bin so wie Tubal. Oh. Ja, aber ihr habt kein Handicap. Verdammt. Ich muss mal ganz kurz T-Shirt waschen. Warum bekommt eigentlich kein Fuck? Hat Linda schon ein richtiges Handicap bekommen? Wie wär's mal mit Sniper für Linda? Blaster für Vasco? So ein bisschen. Oder Gatling Gun? Oder. Nein. Ach, da ist Spike. Ist Donatello am Dabben? Nee, okay. Red mit mir, los. Vasco, was hast du für einen Rekord? 1808. Das ist so geil. Aber wieder alles schön unterschiedlich, ne? Oh, das ist immer so tiefer. Jedes Mal. Das ist... Ich weiß einfach auch nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum. Und Linda ist immer über mir. Also es ist immer dieselbe Reihenfolge. Linda hat da bestimmt 1901 oder so. Ja, diesmal müsste aber Tuba über. Ja, Tuba ist auf jeden Fall über dir. Und sein Sandwich. Da bin ich nicht in der Mitte, da bin ich schon zufrieden. Der wird da gerade mit mir zusammengeswitcht. Das wird nämlich jetzt Basco, oder? Und jetzt gerade die 2 Angearschten. Quasi. Wieso seid ihr angearscht? Also ich bin ganz unten. Hey, ich dachte, du bist über Meter. Der ist immer unter mir. Nee. Okay, das sind halt Meter und ich die 2 Angearschten. Okay, dass ich unter Meter bin, ist. Naja. Ich hätte mir Schöneres vorstellen. Mal hat man Glück, mal hat man Pech. Mal hat man Meter. Ja, wow. Wow. Aber dann vergleichst du mich ja mit Gandhi. Naja. Gibt Schlimmeres. Linda ist ein Handicap. Ja, okay. Schnauze, Dad.
immer so gemacht? Ist echt so. Weißt du, das ist Destiny genauso. Wir müssen die ganze Zeit durchziehen, stirbt und stirbt und. Oh, ist das ätzend. Was? Lucky Kak. Lucky Kaku. Lucky Kaku. Okay. Wow. Gut, Gesundheit. Die Platten sehen immer aus wie Smileys da. Na, hier, Mikey hat ja auch sein. Das stimmt. Smiley-Jojo. Ja. Was findet ihr denn, dass jetzt Raphael der neue Truppführer ist statt Leonardo? Ach, das ganze Neue ist alles scheiße. Ja. Ja, an die alten Türen hat nichts mehr. Stimmt halt. Ach, die neuen sind richtig geil gezeichnet. Ja, die ist super. Ich nie bessere Zeichnungen gesehen. Das ist super, wie alle Remakes. Alle Menschen lieben Remakes. Manfred auch. Oh fuck. Hier, schimm! Pass auf! Oh, ich kann auch noch in die Flinte rein. Ja, wir schaffen gleich die Flinte ins Korn, hast du halt. Nein! Aha. Hat's mir gar nichts, Bombe! Ich bin mal gespannt, wann ich God of War weiterspiele. Ja. Willst du es weiterspielen? Okay, keine Antwort. Saure Antwort. Also ich vermisse es bis jetzt nicht. Vermisst du nicht das tolle hier das der tolle Skilltree und so? Das ist scheiße. Scheiße, Kampfsystem ist scheiße. Genauso wie Dark Souls. Ist halt genau dasselbe, so von der Steuerung her. Ja, das Kind stört mich überhaupt nicht. Das Kind ist ja noch extrem nützlich. Aber. Oh, mit deiner scheiß Splatling, ey. Mann. Einen töten. Wie kann ich Waffenwunsch äußern? Du kannst einen Waffenwunsch äußern, indem du unten rechts auf meinen grazilen Kopf klickst. Ein blauer Schlumpfkopf. Und da kannst du dann die Waffen auswählen. Ich weiß nicht, wie der Untermenü heißt. Ist das einer? Keine Ahnung. Das sah aus wie Dragon Balls, die da rumfliegen. Wie heißt der nochmal? Wird auch bei mir aus irgendwelchen Gründen gerade nicht angezeigt. Ja, das macht nichts. Ich habe keinen getöteten besser als Vasco. Das ist irgendwie traurig. Ich war ja auch nicht gut. Ich auch nicht! Das macht das Ganze noch trauriger. Aber wir sind schon in der letzten Phase. Nee, doch sind wir. Ja, doch, natürlich. Wir sind in der letzten Phase schon. Also von daher. Wir sind schon extrem glorreich. Wir liegen noch gut in der Zeit. Ja. Tonung liegt auf noch. Noch. Ich geh mal zurück zur Doppelkraft. Ich hab 233 Supermuscheln. Coins, dann kannst du einen Zufallswaffenwunsch machen, ne? Alter Wizard. Das wird ein langer Alter Tuball! Oh, wow. Da
Habe ich das verpasst? Ist Tubal eigentlich noch im Voice? Fast nie da. Ah, da ist er. Als ja, Frank, so. Frank muss natürlich wieder. Ja, Spenden und Abos geben ja auch Coins, Tubal. Ah. Aber was meinst du mit, du bist ja fast nie da? Schämst du dich eigentlich nicht? Nö. Nö. Wow. Das war deutlich. Ich lade dich ein für gemeinsames Spielen. Mach dir Freundschaftsangebote und du stichst mir ins Herz. Also selbst da, wo ich Mod bin, bin ich fast nie da, also... Du bist irgendwo Mod? Ja. Ich hab wieder Frank! Bei Endtower oder was? Nee. Yeah, der hat 22 Coins. Lang wie ein frisch rasierter Sack. Alter, wie leckt denn der bitte? Keine Ahnung, du Schwein. Wow. Wow. Sorry. Wow. Wie er da lacht. Wow. Einfach nur. Wow. Es tut mir leid. Nein, tut's nicht. Das sind wir doch ehrlich. Wie kannst du auch sowas sagen, ey? Du bist... Ja, nimm mir mal ein deutsches Wort dafür. Stocken? Dann auch um mich auf. Ja, okay. Warum ist denn hier? So, ich komm zu dir, Vasco. Ja. Wenn du überlebst, wird mir das helfen. Aber du bist. Dein Schutzschild hat mich gerettet. Was du hier Verantwortung stellst. Ich hab keine Tinte mehr. Aber nicht auf der, auf dem Ding, sondern rechts bei der Flanke. Vasco, du musst überleben. Okay. Also spring nicht zu dir, aber du musst hinten überleben. Naja. Alter, der Typ. So Leute, 20 Sekunden, da müssen wir uns ein bisschen anstrengen jetzt gerade. Es ist gerade mal 20 Sekunden lang kein Spaß. Jetzt gib mal Gas. Haben wir doch. Okay, dafür ja, muss ich sagen. Ja. Gut. Ist okay. Hilf mir mal jemand bitte. Hast du nicht. Ich weiß nicht, wie das am Handy aussieht. Hat es der Maver nicht mal gesagt? Also mittlerweile geht's in der App, glaube ich, schon. Auf das Puzzleteil klicken in der Twitch-App. Ein Puzzleteil. Wow, was war das? Tatsache. Irgendwie, Hallo? Ja, hallo? Du kannst den Satz beenden. Ja. Mein Controller, der ist an, aber der funktioniert nicht mehr. Also doch okay. Aus. Nee, der läuft nicht. Ah, oh Gott, so. Scheiße. Müssen wir abbrechen? Einer mal kurz mal aus der Laufgerüst ist, der war ganz gut. Ich bin raus. Ich probiere jetzt mal schnell. Ah, jetzt ist er, oder? Ist er, oder? Oder? Aber schön, dass mich da das. Du runter ist, der ist noch schneller. Nee, der ist. Warum war. Gott, die Verbindung. Noch was komplett voll geladen war. Wo habe ich Roller ausgewählt? Wow. Was ist hier gerade los? Geht der Controller wieder?
Da geht es komischerweise nicht. Stimmt, auf dem Puzzleteil geht's. Wenn du auf dem Puzzleteil gehst, kannst du Redeem Metacoins sagen. Und da hast du das dann zur Auswahl. Danke, dann. Dead und Wizard. Haben wir eigentlich schon mal gegen das eine Team gespielt heute? Nee, ne? Vom Handy aus für was Go. Aber auch noch nicht gegen Janine Knebel. Das stimmt. Marco. Und wer auch immer Nummer 4 ist. Die sind vielleicht zu schlecht gerankt. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock. Wir bestimmt liegen. Gegen irgendwelche Noobs zu spielen. Oh. Ja, hat schon gereicht, dass wir letzte Woche so ein Vierer-Team fertig gemacht haben. Das ja. War da auch nicht dieser Noob Linda drin? Ich meine, stell dir mal vor. Letzte Woche war aber auch echt nicht meins, ey. Stell dir mal vor, den wär's den ganzen Abend so gegangen. Das wäre ja fürchterlich für die. Ja. Schnauze. Warte eigentlich happy, als er bei uns gejoint wurde? Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell wird, um Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass die Runde so schnell geht. Sorry. Aber das muss doch sein! Ja, das kann mein sein und nicht sein. Ja. Ja. Das muss. Oh, ups. Hoppala. Und womit? Mit Recht. Hatten wir nicht sogar noch Handicap? Ja, ich glaube ja. Jawohl. Puh. Knapp. Nein, ich nicht. Geh weg. Ah, nein. Raketos. Ja, ins Wasser. Oh, das war die Rolle in die falsche Richtung. Nein. Klatsch dir eine Bock Richtung Stück. Tja, das ist Splatoon. Danke. Komm, Linda, den machen wir. Okay, er ist geflutscht. Ah! Dieser. Wie habe ich denn da den Bombenmagen überlebt? Was? Gut zu wissen, dass man mit der Arschbombe einen Bombenmagen. Das Wasser hat wohl eine starke Anziehungskraft für Meter. Ja, ich bin heute schon tatsächlich ein paar Mal drin gelandet. Ist ja sonst auch nicht so viel Wasser. Irgendwie kommen wir nicht durch, hab ich das Gefühl. Ja. Kommt mir auch so vor. Okay, dann geh ich mal gerade zur Vasco. Das ist immer die super Lösung. Links, rechts, links, rechts, Sniper von vorne. Nice, wir haben den so kürre gemacht, dass er gar nicht mehr wusste. Oh, der ist ja gerade. Sag mal, Lengerpi. Ja. Wir? Nee, ganz schön. Die haben Disconnect. Okay, und den hatten wir auch. Genau, du hättest auch Leggen sagen können, ne? Der ist verpufft. Wieso hätte ich Leggen sagen können? Ich weiß ja nicht, ob du Leggen gesprungen. Ja, aber. Ja, nix, ja, das wäre aber wär in dem Satz nicht gegangen. Also sagen können, boah, ist der am Leggen. Ja, okay. Wie der am, oder okay. Wie der am Leggen boah, ist. Du kannst auch den Satz umbauen. Also du musst jetzt. Ne? Das klingt aber genauso. Fast. Nee. Haben wir trotz Disconnect gemacht. Was kann ich dafür, dass deine Ohren das direkt zum Versaut zu was Versautem machen? Streamlabs. Dann mit dem Stern ist Disconnected. Natürlich. Ich muss schon sagen, Vasco kommt immer relativ gut weg. Für ihn wählt kaum jemand mal was. So, Wunsch für Vasco? Nein. Vom Handy aus für Vasco, sagt Dan. Oh. Nein. Doch, und die läuft auch schon, die Wahl. Alle, die Daumen drücken, dass es Sniper wird. Pinsel. Ich will heute nur das Schlechte für Vasco. Hm.
sonst ganz anders. Ist echt so. Ich finde dich ja eigentlich voll sympathisch und so. What the fuck, ey. Du bist so ein Luckboy. Das ist unglaublich. Ekelhaft! Das kommt bestimmt. Oh, schon wieder Doppler. Cool. Ein Pixel weiter wäre es ein Splatling geworden. Tja, sagt man noch. Ihr könnt mir gar nichts. Selbst wenn ihr mich wählt, kriege ich das, was ich möchte. Bitte einmal der ganze Chat, jeder für Vasco. Wow. Nein, ich möchte ja keinen anstacheln. Nichts liegt da ferner. Genau. Doch, doch. Das Fitnessstudio ist noch viel weiter weg. Wow. Vasco soll auch mal seinen Spaß haben. Du hast die Nagelpistolen genommen. Ich habe die Nagelpistole genommen, ja. Die Heißklebepistole. Jetzt wird genagelt. Nix Team Vasco, Team Donny. Wir sind immer noch vier in einem Team. Oder Tubal? Ja. Jetzt erstmal so Mikro an. Warte. Ich bin noch da. Sehr schön. War nur vor uns mal kurz. Da hat es ja geklingelt. Das hab ich gar nicht gehört. Die haben schon aufgehört, komm lieber mit raus zu grillen. Ich hab bestimmt doch so eine Klingel an der Tür, wo man so dong, dong. Dong. Was ist denn, letzte Woche hat Perla gewonnen, ne? Nach letzter Woche warst du abgehakt. Letzte Woche hat der Perla gewonnen, ne? Ja. Wenn jetzt nochmal Perla gewinnt. Haben wir verloren. Spielt dann Perla gegen Perla im Finale? Tja, das ist eine gute Frage. Ja, gut, aber dann spielen wir auch Rot gegen Orange. Das wird ja super. Das wird richtig. Obwohl, nice. Es war ja nicht wirklich rot, es war ja mehr so ein, ich weiß gar nicht wie, ganz komisch. Helles Rot. Sehr, sehr verwässertes Rot. Vielleicht beeinflussen wir die Ergebnisse. Ui. Ich finde nur die Frage, ob positive. Das traue ich aber nur Perla zu. Also ich glaube Marina, nein, die ist ehrlich. Auf jeden Fall. Ja. Hashtag Team Herr Vasco der Gamer. In meinem Kopf war es noch witzig. Jetzt klingt es aber voll doof. Ist so, du im Kopf so lacht sich voll Schrott, schreibt das so. Oh, ist ja gar nicht lustig. Sehr nice. Oh fuck! Aber aus Vasco sein Namen konnte man immer so viel malen, immer mit Vasco der Maler und. Ah, Eta, halte durch! Ich finde einen Fehler, aber trotzdem. Eben. Ja, das ist ein Fehler. Ausweichen, ausweichen! DSDS, Germany's Next Topmodel. Oh, fuck. Wow. Ja, Vasco, wer ist denn bei Germany's Next Topmodel deine Favoritin? Das weiß ich doch nicht, ich guck das nicht. Dann musst du jemand anders hier fragen, der das guckt. Tubal. Das klang so, als würdest du es wirklich gucken. Ja, genau. Zieht gerade sein Röckchen hoch, so verdammt. Vasco da Golfer. Das könnte man aber auch nochmal spielen. Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich. Der hat ja uns auch eine neue Map gemacht. Eben, er hat ja extra eine Anfänger-Map gemacht.
extra für was gekocht. Der Tümpel noch die Welt brennen sehen! Ich hasse ihn! Und ich finde das die geilsten. Den kann man auch nicht ernst nehmen, aber das ist halt einfach. Ich kann wenigstens eine, die mich versteht. Das ist so zum gedanklichen Gassi gehen. Gedankliches Gassi gehen. Ist ja wirklich so. Wow. Nur, dass man wahrscheinlich nicht mehr zurückkommt. Doch. Und das sehr gut erholt. Ja. Dann ergibt es zusammen. Endlich meine Lappen. Ja. Ich hätte mal Mova geguckt. Ich war kurz sofort. Das ist auch voll verdammt. Ich würde echt mal gern wissen, welcher der vierte ist bei denen. Ich hoffe, dass wir es noch tun. Nee, tun ist es nicht. Das hat man schon auch schon vermutet, aber 45,45%. What the fuck? Ich dachte, wir sind besser. Tatsächlich. Na. Ich brauche Hilfe. Meine Kollegin an der Fischtheke hat mir 500 Gramm Heilbutt und 250 Gramm Jakobsmuschel eingepackt. Ich esse morgen den ganzen Tag nur Fisch. Wow. Wutfaith. Wutfaith? Ich bin gespannt, wie das Team macht morgen ausgeht. So harte Kämpfe hatte ich lang nicht mehr. Was wir tun? Am Ende bin ich schon mal gespannt. Perla gegen Marina. Naja, da ist halt dann die Frage, ne? Entscheidet man sich für die Seite, die viele nehmen, oder für Perla? Sorry für die Emote, Dance Fame und Spieler falsch. Wow. Wow. Ich frage mich gerade, ob das Absicht war, oder? Ich glaube nicht. Ja. Oh Mann. Ja, Boxschmett. Wie bist du gestorben, Mütter? Raketos. Ah. Während ich Raketos geschossen habe. Wieso? Achtung, das ist der. Der lebt ganz schön. Alter Roller, Alter, der Roller. Sehr schön, Fußball, das freut mich. Wow. Sorry. Der Roller wieder. Ich dachte, ich bleib bei der Story. Den wünsche ich, dass das ist ja ekelhaft. Oh wow. Wow, was ist das? Wow. 1000 Raketen. Gern geschehen. 1000 Raketen für die Splatoon-Proleten. Oh. Tinker, klug. Oh, ich bin so dumm. Wieso bin ich dumm? Och, immerhin lebst du noch, also. Mehr, aber nur jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. What the fuck? Angela. Ein einziger Rechtschreibfehler kann einen ganzen Satz urinieren. Boah, kannst du bitte den scheiß Schwamm hochgehen? Ich hab den Lust. Nein! Fuck! Ach du Scheißroller. Alter Lul, ey! Roller, wow. Verreck! Wow. Das ist ja so gut, ey! Ja klar, der steht vor mir und steht. Alter, wie konnte der jetzt von meiner Sphäre nicht getötet werden? Cheater. Alles Cheater. Aber echt, das ist Betrug! Betrug! So eine Scheiße hier!
Don't hate the player, hate the game, oder wie was? Schön färben diesen Tod. Alle tot. Ach, tot. Da müssen wir ja mehr färben. Tot. Oh, da kommen wir schon wieder. Aber warum sehe ich Leute? Wir kommen ja wieder. Leute. Ach du. Ah, dieser Roller regt mich auf. Ich hab ihn getötet. Den Roller. Er ist tot. Und der auch. Mann. Und der auch. Oh. Ja. Das klang alles. Ein Pokémon. Wir sind jetzt Fanclub-Leiter. Nice. Ach so, das ist ja die höchste Stufe. Yeah. Level denn das T-Shirt so? Nee, bitte. Ich will die ganze Zeit gucken, ob das T-Shirt voll ist. Und ich sehe es nicht. Es ist voll. Ja, bei mir ist voll. Ich gehe mal gerade T-Shirt wechseln. Mach das. Beziehungsweise ja, leeren. Wechseln kann ich ja leider nicht. Die gute Idee. Wir haben nur gute Ideen, Tubal. Oh, immer gut, wenn es leer. Das ist nicht schön. Oh nee, ich habe keine 2,5 mal Geld mehr. Ja, der Wizard hat ja letzte Woche auch den... den Rekord, den wir bis jetzt mit Janine hatten, geschlagen. Und das trotz Waffenhandicap. Das war schon heftig. Das wird so schnell nicht wieder passieren. Das ist nee. Erst recht nicht heute. Elf Siege oder 12 Niederlagen. Keine Matches gegen Team Donny. Hm. Negative Bilanz. Nein. Was drauf schließen lässt, dass mehr Leute Michelangelo gewählt haben. Oder Mickey, wie er jetzt ja so cool heißt. Ach, der heißt jetzt auch wirklich so. Ja, die heißen jetzt wirklich Ruff, Leo, Donny und Mickey. Oh Gott, ey. Fürchterlich. Ja. Aber wie willst du das den Kids heute auch beibringen? Die wissen doch gar nicht mehr, wer Michelangelo war. Italiener. Na? Na gut, aber damals habe ich mich erst durch die Turtles dafür interessiert, wer das war. Ja, eben. Das ist ja, das wird ja heute eben nicht mehr der Fall, sonst ist ja der Scheiß. Wie man sowas so kaputt macht. Die Jugend von heute. Aber so lange Namen wie Michelangelo, das geht gar nicht mehr. Vor allen Dingen, dass die alle eine andere Schildkrötenrasse sind, ne? Dass die noch nicht mal Brüder sind. Echt? Keine Brüder mehr. Hm. Ja, Michelangelo. Das, vielleicht kommt das ja auch noch. Es muss ja dann auch eine weibliche Version von den Turtles geben. Donatella. Ne? Ja, in der heutigen Zeit. Eben. Auch Donatella, Raffaella und... Raffaello. Leo, Nad, Lea. Und der andere? Der hatten, jetzt haben wir doch alle. Michelangelo, Donatella, Leon, Lea und super, jetzt habe ich das vierte wieder vergessen. Raffaella. Ach so, ja. Okay. Und der nächste? Und, Donatella. Und Splinter. Aus Splinter? Splinterella, ich weiß es nicht. Splinterella. Müssen alle mit Ella enden. Nur dann ist es weiblich. Klingt auch so ein bisschen wie Cinderella. Also von daher. Lindella. Mozzarella. Okay, Shredder kann bleiben. Shreddella.
Dünner Teller. Oh, der kann so. Wie heißt die mal? Bebop und Rocksteady, oder? Ja, hier ist er, okay. Ja, Rockstar da halt. Rockstar. Warte, ist das eine Anspielung auf den Rockstar? Wasser! Oh. Eigentlich nicht, aber... Shredder! Leider, Mann. Hast du eine Kreditkarte, die abgelaufen ist? Wow, aber Adi, der heißt Nocta. Dann geht's zum Shredder. Ich hab jetzt Nocstar gelesen. Aber keine Brüder mehr, hallo? Das ist also... Ist doch okay, wenn man das neu aufsetzt. Ist vollkommen okay, wenn man das im neuen Zeichenstil macht. Aber es ist nicht okay, die komplette Grundlore zu ändern. Jo. Super, das ist voll okay. Sind jetzt... Was sind die dann jetzt? Bekannte? Cousin. Ja. Schwippschwager. 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 Nein! Ach, ich hab mich da weggedingselt. Gedodged. What the fuck, da war noch einer, der Nocta. Da sind noch einige. Nocta, ohne es. Sind die dann die Teenage Mutant Chili da Turtles? Chili da Turtles, das für eine Dame. Oh Gott. Was ist eine Idee, war das denn? Dan. Nice, Dan. Ah, Out of Tint, das ist nicht gut. Dritte Waffe, die ich mit dem Doppeln spiele. Meine dritte Runde. Oh, das kann sein. Wenn du nicht aufpasst, bist du selber. Ich hab's wirklich nicht gewechselt, glaube ich. Selbst schuld, keine Zeit. Die erste Folge würde ich mir dann anschauen und dann einfach ausschalten. Einfach ausschalten. Es sind auch noch keine Schildkröten mehr, sondern heiße Mädels mit einem kleinen Panzerrucksack auf dem Rücken und knappen Bikini-Kleidung. Für bessere Rüstung. Das gibt's aber tatsächlich. Und ja, und was ist dann mit April? Die ist dann, Dezember, oder was? Nein. Ist ja dann männlich. May. May. Oder June ist ja auch ein Frauenname, wow. Ja, die ist ja schon Frau, die muss ja dann männlich werden. Oder ist dann alles weiblich? Nee, das wird dann... Ja. Weil es gibt jetzt keinen männlichen April. Ape. Ja, einfach nur Ape. Ja, Ape. Da gibt es alles. Ganz simpel ist der, ne? 3 Blasen ist ein bisschen viel, oder? Wir wollen ja gewinnen. Na ja. Ich hab eh den falschen. Das kommt noch mit dazu. Wird zwar nichts werden, aber ich hab mal wieder Bock. Ja, nee, mit der Waffe kann's ja auch nichts werden. Ja, ich hab das gerade mal Lust drauf. Meint ihr Chocker und Razor? Die Schnappschildkröte und der Schäferhund-Mutant. Hä? Kennt das einer? Ich bin jetzt gerade auch nicht so richtig. Ach, sind das schon wieder dieselben? Tatsächlich. Teenage Mutant Bikini Turtles. Da gibt's doch auch Stripper versus Zombies und sowas. Gibt's doch auch alles, ne? Das ist nie ein Film von gesehen. Von was? Stripper versus Zombies. Das gibt's wirklich? Gibt's, glaube ich, mehrere Teile, wenn ich mich nicht täusche. Klingt aber irgendwie nach so B-Movie-Trash. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Nö, B-Movie ist eigentlich ganz cool, wenn es... gut gemacht ist. Eben. Das klingt irgendwie doof, aber... Ja, eben. Ich meine, es gibt halt Filme, die sind so schlecht, dass sie da in der Art aber wieder verdammt gut sind. So. Ja. Titanic.
Hab ich nie gesehen. Echt nicht? Auch nicht jetzt? Nein. Da guckst du nicht, holst du mir das nach? Das weiß ich nicht. Du hast gesagt ja. Bisher gab sich nie die Notwendigkeit, ihn nachzugucken. Darm? Der Vasco hat noch nie Titan gesehen, wollte ich. Hä? Titanic gesehen. Tu was dagegen. Gib ihm einen Sniper. Wow. Linda! Alles cool, Jo! Wie geht's dir? Ah, Mist! Ah, sie ist tot. Oh, ich auch. Warum hast du sie nicht gekriegt? Warum hast du sie nicht gekriegt? Wasser! Weil ich sie geschwächt hatte. Ich hatte kaum noch Tim. Ich hab grad meine Ulti schön. Ich komm mal zu Tubal. Ja, komm ruhig. Alles klar. Du warst ganz gechillt. Alter, komm ruhig. Gott, ich bin so dumm über was. Oh Gott. Kann er mal aufhören auszuweichen? Was ist los mit dem? Jetzt gib's mir halt die Ult, Junge. Oh, Hilfe! Warum kill sie mir nicht? Was? Gewonnen! Ich bin ein besserer Doppler. Ah! Ach, das sind ja dieselben. Auch schon aufgefallen. Ich hab doch vorhin auch noch gesagt. Ja, ich hab's wieder vergessen. Mir ist gerade erst wieder aufgefallen, als Mockstar mich überrollt hat. Einprägsame Name. Meine Tente ist leer. Füll sie auf, indem du abtauchst. Ich versuch's ja. Wie geht das? Was? Du abtauchen. Ja, das haben wir doch. Richtig. Danke. Nein, Rudi, nein, Rudi. Nicht für mich. Dann läuft da und Meta. Odin hat sich eine Zufallswaffenkasse gewünscht. Immerhin besteht die Chance auf was Ordentliches. Für? Jinx es nicht. Mich. Also, okay. Mich. It's me. Jetzt kommt Doppalalalala. Oder? Mach mal Pinsel. Pinsel? Quasto ist schon vorbei. Der ist schon vorbeigerollt. Fuck! Kann ja nochmal kommen. Ja, immer noch besser als das nächste, was kommt. Ja, ihr müsst jetzt alleine spielen. Ich hole mir jetzt eine Splatty. Gott, wie spannend. Aber eins weiter wäre Konzentrator gewesen. Also kann man sich überlegen, was jetzt besser oder schlechter ist. Pest, Cholera. So. Also beides zusammen ist besser als eine von den zwei Waffenklassen. Was ist denn eine? Soll ich die nehmen? Soll ich die nehmen? Oder nehme ich die? Oh, die hat wenigstens Deko. Komm, nimm ich die. Nehm zur Not die Klecks-Blattling, da hast du... Da hast du Satzende, oder? Da hast du die Insta-Bombe mit dabei. Und sie lädt schneller auf. Was mit der, die ich jetzt geholt habe? Ah, die ist auf Delay halt, ne? Oh, warte, ich geh mal. Was? Achso, ich hätte es ja dort sehen können, ja. Ja, du kannst ja im Spiel selbst gucken. Ah, daran hatte ich nicht gedacht. Ja, nun. So weit hergeholt. Ich hab bloß die 10 Sekunden und ich so, lieber mal schnell raus. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich halt mit Splatlings nicht aus. Nicht deine Hauptklasse. Das ist 8 Tintenwall und Bubbles. Ja, keine Ahnung. Ich nehm die jetzt in eh alle Scheiße. Du kannst ja nächste Runde eine andere.
Wenn du möchtest. Wenn du sagst, es ist... Ja, mal gucken, wenn ich einen Kill mache, dann heißt das ja schon, dass sie richtig geil ist. Da, ein Kill ist ein Kill. Ja. Mhm. Da halte ich nicht still. Da kommt der nächste Kill. Und dann ab damit auf den Grill. Ja. Und dann haben wir schon April, oder was? Ja, ist vorbei. Sei doch endlich still. Halt die Schnauze, Phil. Sorry, ging schneller, nichts anderes. Dass da jetzt kein Reim kam, das ich jetzt. Oh, wir spielen gegen Team Puck. Oh, weh. Team Puck. Achso, Team Mops. Ich dachte, die kommen jetzt mit einem Puck und greifen. Mal sehen, was das ich glaube, der Puck an sich wird anders geschrieben. Das stimmt. Aber ich lese das so. Ja. Ach ja, neue Maps, ne? Schon bekannt? Hast du eine halbe Stunde? Seit einer halben Stunde, ja. Oh, neue Maps. Ja, die kommt gerade das erste Mal. Das stimmt. Ja. Das ist natürlich korrekt. Dann ist ja die Kalter-Kack-Map weg. Was ist denn die Kalter-Kack-Map? Die, die eben kacke waren. Was für eine waren das? Die, die mit den, Scheiße. Die mit den... Die von eben! Also die mit den, Fahrbändern da. Oh. Na. Steinkühlergruben oder wie was? Oh, Name, ey, du könntest jetzt einen richtigen Namen sagen, ich könnte nicht mal sagen, ja, wie meine ich? Hm? Da schlug das Alter wieder zu. Pass auf, dass ich dich nicht schlage. Am 16. Wie sagt man immer so schön? Dann klatscht es zweimal. Es klatscht gleich aber kein Beifall. Ja, das, so kenne ich es auch. Oder man sieht sich immer zusammen im Leben. Achso, und ich kenne das. Ich klatsche Loom und Loom klatscht auf den Boden dann. Was? Es klatscht gleich zweimal. Ich klatsch dich und du klatschst am Boden. Wow. Okay. Aber die anderen kenne ich auch alle. Aber nicht irgendwie zusammenschmeißen das Ganze, so irgendwie, das klatscht immer zweimal im Leben Beifall oder sowas. Nein, nein. Gut. Bin ich jetzt auch wieder nicht. What the? Ich fand die Evil nicht kacke. Ach, Kalter, ich verstehe dich mal. Oh, nicht. Wow. Was ist denn los mit dir? Boah, gib mir auf. Mann. Fuck. Ich hab einen getötet. Könnt ihr bitte einen Hype? Ich hab einen getötet. Hype! Hey, man schießt den Verfehler so nicht. Ich nehm auch einen Wub und so. Das ist nicht wählerisch. Hauptsache. Oh, Party. Da kommt die immer zu zweit, die Picker. Ob sie nichts alleine hin. Die kriegen doch nichts alleine hin. Deswegen. Stimmt, Odin habe ich ja noch diese Waffe zu verdanken. Hast du ein Glück, Odin, dass ich das nicht vergesse. Gott, da hat mein Schlauch auch nichts mehr gebracht. Ich höre bei Linda wieder nur Mimi Mimi. Loon sagt, ich gebe dir recht an. Es ist auch Mimi Mimi. Aber warum? Ja, weil das doof ist. Aber du hast doch deine Standardwaffe. Du kriegst doch noch nicht mal eine böse. Die Luna habe ich schon so lange nicht mehr gespielt. Das ist gestört. Aber du spielst doch voll toll. Ja, nee. Er lügt wieder. Er lügt schon wieder. Dieser Halunke. Halunke, so wurde schon lange nicht mehr genannt. Lausbub. Was kannst du denn jetzt noch unter der Erde hervor? Nicht, dass du nachher noch auf IT-Spiele triffst. Kannst mal sehen.
Du tu nicht gut. Oh mein Gott. Ja, du tust mir echt nicht gut. Ach scheiße, ich wollte ein anderes Blatt. Ja, egal. Hat sich dann auch erledigt. Zu spät. Ihr habt verloren. Wow. Wow. V mit wow. Ding. Wisst ihr, was lustig ist? Deine Reime? Nein. Was? Was gut? Definitiv nicht, nein. Fuck. Meine Reime sind noch nicht das, was ich gerade meine. Ich besitze Mario Galaxy und ich habe es nie gespielt. Wow. Warum nicht? Wann? In der Zeit, in der du, keine Ahnung, 1000 Stunden Ark gespielt hast. Gab es das Spiel da schon? Ja, natürlich. Oh Mann. Wow. Oh, du schlimmer Finger. Das würde ich jetzt geben für einen Zinger. Für einen Swinger? Zinger! Das ist ein Zinger. Zinger ist ein Burger bei KFC. Nie gehört. Echt nicht? Aber Zwinger hast du gehört, oder was? Oder Swinger? Was? Ja, Zwinger habe ich schon mal gehört. Zwinger habe ich auch schon mal gehört. Ja, genau. Zwinger habe ich schon mal gehört. Zwinger habe ich schon mal gemacht. Wow. Was? Oh, ey. Ich wusste was wird mir denn jetzt schon wieder hier in den Spiel? Hallo. Entschuldigung. Ich wollte das nicht verraten. Ups. Komm, du Blödchen, boy. Oder wie sagt man im Reim? Vasco ist das Unschuld vom Lande, nur mal so am Rande. Das ist das Unschuld vom Lande. Das Unschuld vom Lande, natürlich. Ich bin neutral. Ja, bei uns bist du die Schweiz. Das ist okay. Nee, das ist Dani. Ah, fuck, das war der. Na. Seifenblasen für die Schwinder. Hier, take this! Yeah. Take more! Bam, ich hab keine Trinke. Yeah! Fuck! Yeah! Haltet das Ding! Hast du die Splatling gesehen? Wie die da reingefärbt ist? Reingefärbt. Super nice! Tubal, carry sie doch mal. Macht er doch. Wir haben gewonnen. Wir haben fucking. Sagt wer? Ada Ludium. Hey, Tubal ist ja schon eine kleine Killermaschine, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Aber wir haben hier Luna und noch so ein Plaster im Team. Aber es war auch doch echt. Abgemacht, ihr färbt und ich kille, oder? Ja, ne? Die hören halt nie zu. Weißt du, das mache ich nämlich jeden Monat mit. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Es fällt halt immer so schwer, so defensiv zu spielen. Ich meine, mit dem Contra okay, aber mit dem Luna einfärben. Ich habe jetzt so oft so viele Punkte eingefärbt. Das kann man mir echt nicht negativ machen. Ach, das kann man schon. Lass raus deine Wut, Tubal. Du musst dich nicht zurückhalten. Immer. Die erste Runde über 1000 Punkte eingefahren. Da könnt ihr uns nicht meckern. Also, weißt, davon musst du die Siegprämie von 1000 auch noch abziehen, ne? Also null eingefärbt? Kein Wut.
Das interessiert. Ich hoffe, du bist mit den 400 gekommen. Wie viele Punkte hast du denn? Nee, ich glaube, das war sogar eine Runde, wo wir... Weil ihr halt nämlich alle über, also unter 1000. Du hast zwar gerade komplett abgehackt und ich habe nur zwei Wörter verstanden, aber da kannst du doch mal sagen, wie viele Punkte du hast. Er war auch nicht so wichtig. Wie viele Punkte hast du denn? Wie Punkte? Im Glorreichen. Wir haben 42. Und du? Boah, habe ich jetzt nicht hingekriegt. Kann ich dir nach der Runde sagen? Nee, da habe ich ja nicht mehr 42. Na, guck mal, ja. Da kannst du ja dann eine neue Zahl. Also, da muss ich die Zahl wieder komplett neu erheben. Ich muss das nächste Mal halt eher fragen und nicht, wenn die... Ich habe das jetzt dreimal gefragt. Nein. Das ist Lüge. Ach, meine Liebe, ich hab dich doch voll gern. Er liebt schon Lüge. Schlimm, ne? Und Vasco mag ich auch. Boah, jetzt stirb doch mal, du Scheiße. Tuba ist ganz toll. Mhm. Der Meinung bin ich auch. Also mittlerweile finde ich den Schlauch als Ult gar nicht so schlecht. Irgendwie. Echt? Kommst du damit klar? Wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, geht es, ja. Ball, 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 Ball. Übrigens, Ball, 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 nun. Hier, Rocket League. Du wolltest doch mal wieder Rocket League streamen. Ja, Rocket League. Das ist richtig toll. Lass es doch mal ein Turnier machen. Nee, nur mal auf die wichtigen Dinge des Lebens zu kommen. Balloon, der neue Strike in Destiny. Du musst anscheinend am Anfang so ein Ballspiel machen. Wow. Also, das heißt einfach einen Ball hin und her werfen. Bin mal gespannt. Ich wollte ja auch den zweiten Strike, den zweiten Raid mal gestreamt haben. Aber es haben sich nie 6 Leute gefunden. Die waren sich mal alle zu fein. Dann wollte Loon wieder nicht. Dann wollte Cloud wieder nicht. Alle. Hast du schon nicht leichtes? Fuck! Ist echt so. Deswegen wollte ich dich ja da haben, weil du bist total zuverlässig. Für alles zu haben. Und total nett. Ich hoffe, du hast dann einfach nur einen fucking scheiß Laptop. Jeder braucht einen Nachteil, weil das ist halt das MacBook. Da gibt's bestimmt noch schlimmere Nachteile. Ah, du Arschloch, ey. Das hier. Du liest bestimmt ihr MacBook als Lektüre. Ja klar, ich halte dann auch immer wie ein... und Lektüre dann ganz hart. Ich denk mir einfach, was du gesagt haben könntest. Du jetzt führst hart vor mich hin. Okay. Vasco, wir machen jetzt. Jawohl! Richtig gut, Vasco. Jawohl. Ja, das sieht doch mal gut aus. Stream für den neuen Raid? Nee, wenn ich einen Raid streame, dann würde ich erstmal noch den Vorgänger Raid streamen, weil den habe ich doch nicht gestreamt. Oh, schön. Zum Glück habe ich meine Rocket League-Karriere frühzeitig beendet. So wie alle Spiele irgendwie. Habe ich da einen extra Arc geschenkt und spielt er irgendwie nur eine Woche mit. Dann hat er seine Arc-Karriere auch schon wieder beendet. Ja, ist seine Dodos gestorben, dann wollte er nicht mehr. Valikri. Die mach mal platt. Oh, wow. Wenn du das sagst. Spielen wir gegen Familienmitglied von Franke. 960. Ist schon weit hergeholt.
Du hörst es an der Lücken von. Ist wahrscheinlich auch so warm wie mir. Die haben Ventilator an, also. Leider ja. Deswegen kriegt der Tinte so kippen. Ist richtig warm, ja. Komm her, Bitch! Boah. Ich bin hier. Kann ich tun? Ich werde doch niemals. Hast du abgehackt oder hast du nichts mehr gesagt? Ich würde dich doch niemals Bitch nennen. Okay, dann warst du abgehackt. Bei mir kam dann, ich würde dich doch niemals. Dann war Ende. Könnte auch ein Troll gewesen sein. Wieder gerade übers Wasser gedodged. Wie so ein Stein, den man drüber snippt. Wow. Das war mir aber nochmal ganz dran. Ganz ohne Mist in der Luft gerade einfach durch und dodged. Es ist da, wenn du. Fuck, dann mach ich ihn kaputt. Ja, sehr schön. Keine Ahnung, wie er die Arschbombe nicht reichen. Hä? Der ist gestorben. Ja, aber fuck. Nur weil ich immer noch die nicht geschmissen. Echt? Da ist ja. Bei einer uns. Da ist einer bei uns. Ja, das kann eigentlich nicht sein, deswegen. Da dachte ich eigentlich. Nee. True story. Boah, warum ist der Kontrablaster eigentlich so schnell leer? Mann, warum? Das klappt aber uns ziemlich easy an. Hinter dir! Oh, verdammt. Ja, safe. Safe. Einfach safe. I call it. Er hat es eiskalt gekauft. Stirb! Endlich! Mist. Raketen schieße ich noch. Oh, das wird gerade. Nee, das macht gezettelt. Meinst du? Ja. Das war zumindest gerade sehr danach. Wenn wir das verloren haben, töte ich euch. Okay. Okay. Obwohl, das wir haben die ganze Zeit alles gehabt. Schwer zu sagen. Oh. Die war. Oh, Leute. Die war voll schlecht. Schlechter als wir. Aber ihr habt sogar alle mehr Kills als ich. Verstehe ich gar nicht, wie die da poppen konnten. Die haben noch nicht mal einen getötet da oben. Die haben voll die scheiß Kills angehabt. Die haben aber eingefärbt anscheinend. Genau, Franke. Wegen der 960. Du verstehst mich ja doch. Boah, jetzt wollen wir das Fenster aufmachen hier. Aber nicht rausspringen. Nee, das hörst du noch so. Da kommt bei uns so eine Welle so. Ja, ich verstehe auch nicht, wie wir das verlieren konnten. Tubal hat eben nicht geliefert. Ja. Oh, guck mal, der P-Clan. Das ist sehr weit hergeholt. Sorry. Mein Horizont ist halt weiter als eures. Es ist halt, wenn du das ganze Match dominierst und die letzten 20 Sekunden einfach nur scheiße warst. Ist das scheißegal, was du gemacht hast. Das ist leider wahr. Einfach mal im fucking Arsch. Oh, jetzt zweimal geht mir noch. Wie viel denn noch? So, den Armor. Raketen, ne?
Da schießt auch Raketen. Das geht so nicht. Oh, fuck. Oh, die sind überall. Ja, die Raketen, ja, die ist doch super. Komm, Tuba, den nehmen wir. Oh, ich hab euch geholfen. Also bei uns ist okay. Was, go? Ich hab's geholfen. Ich, hallo, hier. Ich war das. Natural. Oh, super schön, ey. Oh, in der Ult gekillt, ey. Oh, das ist übel. Ult, vor allem. Ding. Ja, geht halt schneller von. Special-Fähigkeit. Eine Spezialattacke. Ach ja, so heißt es genau. Deine Super. Meine Super. Destiny heißt das Super. Ja. Super bereit. Ja, super bereit, genau. Ja, du bist super bereit. Ja. Super breit. Das K für steht. Das K steht für Kompetenz. Jetzt verreck doch! Ach Mann. Haben wir doch Bomben. Komm hier unten. Ja, sehr schön im Dach. Nice, ey. Achtung. Wow. Wow. Mach dich, komm hoch, schwimm mit lang. Nee, da bleibt gerade die Uhr. Fuck. Krieg ich zwei? Ist das immer als einer schon tot? Das ist gut, gut, Alter. Nick, 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 next. Geht mal auf die rechte Seite, dass wir den nicht wieder verlieren. Ich bin mir das jetzt nicht gewonnen haben, dann weiß ich auch. Nee, das haben wir nicht. Das sieht man doch direkt. Ganz knapp. Ganz sollte ganz man nicht knapp. Bald mal den Meta-Clan gründen? MC für Meta-Clan. Das K steht für Kompetenz. Okay, jetzt habe ich das Ganze gelesen. Wow. MC Meta, MC Vasco, MC Linda und MC Tubal. Das K steht für Kompetenz. MC Bonus. Dann wäre mal eine Idee. Wollt ihr nicht eure Punkte vergleichen? Ach ja, 60. Gut, 60. 99. Jetzt bin ich wieder 59. 60. 1847. Die Punkte, nicht die Power. 60. 60er Power, das wäre aber echt nie. Ob das überhaupt möglich ist? Power 60. Ich glaub unter 15 oder 40. 100.000 geht, glaube ich, nicht. Für 1400, nee, warte, für welche Zahl entscheide ich mich jetzt? Wow. 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 Du, Puh, okay. Puh und Tu. Die gefallen mir jetzt schon. Wow. Du bist leicht zu erheitern. Ja. Oh, die machen wir zum ersten Mal. Aber zu den Gegnern sage ich nur Fu. Das passt auf jeden Fall. Der auch noch um. Was ist das für ein Smet? Oh, wow, und direkt ins Wasser, super. Alter, das ist mal das schon mal. Ja, und zwei. Oh, scheiße. Mhm. Eins, nicer Shot. Oh, verdammt. Das, okay, das ist ein richtig dummer. Das ist gut, Becken. Da können wir noch so einen coolen Namen haben, aber das. Was hast du gesagt? Squidbang? Oder? Macht das wirklich. Macht das nicht besser mit den Namen? Nee. Irgendwie so, die Namen fand ich ja echt cool, aber. Die spielen scheiße oder gut? Holen. Die spielen gut, glaube ich. Also, wenn sie Squidbangen können, haben sie dich meistens vorher getötet. Die spielen vielleicht gut, aber holen sich daraufhin auch noch einen runter. Und das ist halt total Bullshit. Also, doch, Fu.
Also das, die Splatling nicht. Aber der Besitzer das hat nur der Eier. Das will ich nicht lieber nicht wissen. Oh fuck, diese Bombe! Wie sind wir jetzt schon sympathisch? Nach der ersten Begegnung. Der Witzker! Da von den Namen so, okay. Ist nice. Aber dann sowas macht. Du dummer Hoden, du! Wow. Sam würde jetzt sagen, bra. Was? Ich töte dich, bra. Bra. Der endet jeden Satz mit bra. Warum will er BHs töten? Weil das er keine tragen kann. Ohne Scheiß, die warten doch jetzt auf die letzten 20 Sekunden. Kannst du mir doch erzählen, was du willst. Haben die Insta-Bot? Alter, ist das einfach... Der hat... Der Hurensohn! Der hat nicht in meine Richtung gezielt in dem Moment. Das habe ich gesehen. Cheater. Chiquita ist voll die geile Banane. Oh, eine Banane, ja. Ja, ne? Oder so Bananensaft mit Vanilleeis und Milch. Oh. Tu Ball, tu Ball. Nice. Wow, ja, kommt von zwei Seiten, ist okay. Tubal macht Fu mit denen. Ja, das ist super. Scheiße, Tubal, das kommt. Tubal, komm schneller. Das halten wir. Halten wir. Oh, oh. Tubal! Halten, halten, halten. Tubal! Mehr Tubal in der Mitte, bitte. So, da. Mein linker und rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir den Tubal herbei. Wow, was ist, was war das denn? Die haben wir gefoot. Ich hab heute mal ordentlich geknackert. Wow, okay. Freudenknarren ist immer noch das Beste. Das kann aber halt wirklich so. MCM Franke, okay. MC Dan, wow. Seid nicht schockiert, was geholt den Chat nur nach? Ja, machst du nie. Was? 51,61%. Wenn ich jetzt noch eine Afri-Cola oder so hätte, wäre richtig nice. Sharks. Oh ne, eine Ramune, eine Eiscola, Calpico wäre es auch. Ich klebe aber im Stuhl fest, kennt ihr das? Ja. Da steht man auf und dann ist nur so. Ja. Genau so. Das ist mein Weg, die anderen. Ich war eher da. Das ist mein Weg, der Shinobi. Sag mal, was wird denn da? Hallo? Wow. Macht ihr nicht not Teamplay oder was? Ich glaube, dort oben. Fuck, ja, oh, ja, wenn ich denn hier keine 400 Punkte habe, weiß ich warum. Basko, wir haben gerade erst angefangen. Da brauchst du es nicht jetzt schon auf Linda zu schieben. Genau, der sucht jetzt schon wieder Knarren. Das ist doch nicht wahr, weißt du? Die ist so nett in den Wow. Soll ich überhaupt knabbern? Nee, wirklich nicht. Oh. Ui, komm. Oh, das ist also, close, ja. Junge. Warte, wir haben mit einer doofen Bombe. Meta, schnappst du die alle? Oh, wenn ich jetzt einen Meisterball hätte. Komm und schnapp sie. Komm und schnapp sie. Die her. Wir sind die Splatoonianer. Wir sind die letzten Splatoonianer. Fragte mich der Typ tatsächlich, oh. Da muss ich echt lachen, der in der Kantine bei der DPD, der Koch, da kam ich da am Freitag, weil der alle Brückentag hatte, also bin ich halt alleine hingefahren. Und dann sagte der so, was ist denn mit dir? Bist du der letzte Mohikaner oder wo sind die alle?
Hier rechts muss, glaube ich, noch einer. Ich fand den Film damals echt richtig toll. Ja, hier ist er. Der kämpft hier. Oh. Genau der. Der? Ja, ich war jetzt schon wieder weg, aber das. Snapper ist down. Der wird's gewesen sein. Der hatte doch eine Kirche. Oh nein, nein. Komm her, du Sau! Oh Gott, das hat ganz schön. Oh! Die Kinder waren fast schon wieder alle. Ich wollte. Fuck you! Fuck you! Noch 33 Sekunden, ihr müsst nur noch halten, dann haben wir gewonnen. Warum kopiert er? Jeder, der stirbt, ist tot. Hier! Gut, das kann ich! Zum Beispiel. Ach, nicht. Brauch neues Teammitglied. Vasco ist tot. Nix da groß machen. Steck wieder runter mit dem Ding. Wer macht groß? Was? Hier die SpongeBob-Schwämme. Ach so. Das hier. Jetzt siehst du oben links aufploppen. Das startet Splatoon 2. Wenn wir alle unsere Kills zusammenzählen, haben wir weniger als Tubal. Ja. Ich geh mal schnell T-Shirt waschen. Ach so, im Spiel. Es ist sehr warm. Mal schnell per Handwäsche mein T-Shirt haben. Hey, neuer Rekord. Nice, stimmt. Ach stimmt, du musst was haben. Ach, du hast noch einen Gutschein, Alter. Stimmt, ich kann noch eine Runde, dann muss ich noch einen Gutschein knuspern. Ach, du musst dann eh raus, oder? Da kann ich ja rausgehen. Da. Nein, ihr habt mehr mit 414 zu 318. Was? Komm, die 2000 will ich jetzt noch schauen. Ich weiß es nicht, was gut. 414 zu 318? Ja, stimmt. Ja. Na, aber ich bin auf dieselben Zahlen gekommen. Neuer Gutschein lohnt sich doch gar nicht. Warum? Klar. Der greift doch dann auch fürs nächste Splatfest noch. Der ist ja nicht weg. Oder für, wenn man zwischen dem Splatfest spielt. Ach nee, machst du ja nicht. Du hast doch nicht mal einen Punkt gemacht. Metal Gario. Oh mein Gott. Das ist nicht wie bei Destiny, wo die Medaille nur die nächsten 4 Stunden hält. Und wenn du Charakter wechselst und wieder zurück, ist er komplett weg. Nein, der hält wirklich für die nächsten 20 Matches. Egal, wann du die bestreitest, die nächsten 20 Matches. Selbst wenn du in 5 Jahren die Konsole nochmal anmachst, ja, dann steht dort immer noch diese Zahl. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Das ist besser, als wenn das irgendwie nur für 2 Stunden gilt oder so. Ja. Weil dann bist du halt gezwungen, 2 Stunden zu spielen. Es ist echt so. Dann sagst du dir nämlich echt noch, jetzt spiel ich doch zu Ende, damit ich es nicht ganz verschwendet hab und so. Der Kalter fragt, wo bekommt man eigentlich die Futtertickets her? Am Futterstand. Ich glaub, was kommt? Viel zu schade. Aber wenn du keine Tickets hast, wie kannst du die dann am Futterstand einlösen? Eben. Er fragt, wo man die. Also die Tickets. Ach, Tickets so, ja, ist okay. Beim Salmon Run oder halt im Singleplayer. Ja. Oh fuck. Ja. Salmon Run oder Singleplayer. Also Singleplayer wird ja jeder einmal durchgespielt haben. Dann hast du eigentlich schon so eine Grundlage an Tickets. Soll Leute geben, die haben den nicht durchgespielt. Das ist aber schade. Grandiose Story. Oh Gott.
Ui. Ach, fuck. Hab dich gesehen. Kennt ihr noch einer? Ja, logisch. Oh nein! Fuck, fuck! Mr. Orange greift mich an! K steht für Kompetenz! Wen haben wir denn hier? Äpfel Langer! Hi! Guten Abend! Na dann! Oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Schenk fest. Die ist schon. Gut, aber. Da hatte ich mehr Lack als Verstand. Ich bin noch weggesprungen. Bist du nicht Spielsack? Nein. Bist du? Ist das Splatfest? Genau, das ist Splatfest Team Donatello oder Neumodern Donny. Ich komm nicht weg. Gegen seinen Nichtbruder Mickey. Mikey. Mikey. Nicht Mickey, da ist, dann müssen wir gegen Mini. Oh, verdammt. Die Zahl! Hype! Die Zahl! Was für eine Zahl? Ah, 11 Monate! Oh, Tees! So. 11 Monate! Stufe 3! Junge, du geile Sau! Du kannst alle meine Emotes benutzen! Hau sie mal raus! Alle auf einmal! Blink, plonk, bang! Blink, plonk, bang! Und dann vom Bot gemutet! Du zockst das gerade auch? Was für ein Team bist du denn? So, Metatron. Du weißt, es gibt nur richtige Antworten. Es sei denn, du sagst Mickey. Er denkt nicht dran. Gehen wir erstmal zum Nektar. Ja, doch. Ich bin doch kein Opa. Das war aber halt echt ein Scheiß. Nehme ich echt mal. Team Shigi. Naja, vielleicht sind wir jetzt zu dritt. Hä? Du meinst vier? Nein, seid ihr gejoint oder was? Nein, uns ist jemand gejoint. Ich glaube jemand von Tubal wahrscheinlich, weil ich kenne den nicht. Ich auch nicht. Wie heißt er denn? Okay, Monster36. Ich guck mal auf die Freundesliste. Linda ist drin. Okay, müssen wir raus. Aber ich hab nur noch Billig-Snacks. Komm, hol mal jemand die frittierte Gamma-Waffe. Yeah. Okay. Ich mach ein Feuer. Monster96. Und hast du Tubal? Also doch, ja. Den Haar hab ich drauf. Ja, es scheint ja ein sehr enger Freund zu sein. Einfach so rein zu. Jetzt sitzt der Bruder im Nebenraum und weint. Das bin doch ich. Nee. Und ich komme jetzt nicht nochmal rein. Und dachte so, oh, da hat er bestimmt nur ein Disconnect. Ja, genau. So wie Paul Panzer. Ich glaube, unsere Verbindung wurde getrennt. Gut, bei Sono Lobby und Code. Da denkt man halt, die suchen noch wen zum Mitspielen. Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, das ist okay. Aber es ist so selten, dass einer reinkommt, dass es eigentlich nicht lohnt, immer wieder ein Code zu vergeben. Ja, leider. Wie leider? Würdest du lieber Codes haben? Wenn man Leute braucht, kommt keiner. Das stimmt ja. Aber wirklich. Ja. Hast den Team. Da kommt die alle. Ich würde ja immer noch gerne wissen, wer der vierte Mann eigentlich bei Janine, Marco und Maybar war. Das wissen wir immer noch nicht, oder? Auf jeden Fall irgendein Ex-Clan. Die sind ja durch. Also auch mit dem Splatfest. Ja, ja, schon klar. Ist halt, wenn du nur Top-Spieler hast, ist das klar. Wäre doch sehr enttäuscht gewesen, wenn sie über 3 Stunden gewesen wären. Ja, das stimmt. Das wäre... keine Ahnung. Dann hätten sie einen schlechten Tag gehabt. Ah.
stimmt, schlecht war es letzte Woche, hätte es nicht werden. War Marco auch dabei? Ja, deswegen wundert es mich so sehr, dass er heute da ist. Weil er selber noch zu mir meinte, dass du nach letzter Woche noch nicht aufs Beton verstehst. Don't hate the player, hate the games, hate the player oder so. ESC geht los. Ich weiß doch nicht mal, wie die Person aussieht, die für uns teilnimmt. Nee, auch nicht. Ich weiß nur, ich habe nur gestern noch gelesen, dass er HSV-Fan war. Der wird heute also mit einem super Mindset spielen, wahrscheinlich. Ich weiß nur, dass er Platz 11 ist. Echt? Okay, das wusste ich nicht. Also mit der Zahl kann man nur gewinnen. Da wurde ja verglichen, ja. Damals, als einer auf dem Rang gestartet ist, ist es so und so ausgegangen. Ja, komm, ja gut, ey. Das ist natürlich klar. Das ist, ist ja auch schon. So funktioniert nun mal Statistik. Ja, das ist super, ey. Das ist 2 Stunden und 17 Minuten. War das letztes Jahr? Hatten wir da nicht 0 Punkte oder irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Ich habe das nur damals mal geguckt, als ich noch bei den Eltern gewohnt habe, weil es lief dann halt wegen meinen Eltern. Mhm. Sonst? Ja, das kenne ich. Da hast du immer noch. Ach komm, du Sau! Ich töte. Ich weiß nicht, kann damit, das ist irgendwie ESC richtig schlimm geworden. Oh, ich bin wenn tot. Das wenigstens alles noch rein aus Spaß wäre. Teilweise kommt das einmal so richtig politisch vor. Ja, die haben halt vieles halt unnötig geändert. Es war halt auch interessanter früher, als jeder in seiner Landessprache singen musste. Da war ein bisschen mehr Abwechslung drin. Ach, da war das fest vorgegeben, dass das so sein muss? Das war früher mal Regel, ja. Und dann haben sich alle beschwert, dass man nicht gewinnen kann mit und der Sprache. Dann war es halt egal und seitdem singen die meisten auf Englisch. Weil du damit natürlich die meisten Leute erreichst. Außer die Franzosen, die das sind halt Franzosen. Die singen Japanisch. Wäre doch geil, wenn immer so eine japanische Band teilnehmen würde. Ja. Zwar nicht in Europa, aber... Ja, aber Australien ist ja auch dabei. Ja, okay. Gott, was? Stopp! Die berühmten europäischen Australier. Wie sind die denn reingekommen? Irgendwie haben die da anscheinend... Irgendwie war der dort super beliebt. Und dann hat man gesagt, so, dürfen wir auch mitmachen. Den Fame-Bomb auch haben. Das ist irgendwie, naja. Naja, da geht's auch nur um die Quoten. Mhm. Ja, ist wohl so. Er hat die Startnummer 11, das meine ich ja, genau. Australien hängt wahrscheinlich noch an England. Nein, Sharks, nicht Austria. Australien. Das mit den Kängurus. Das nicht das mit den Kühen. Das mit den Kängurus. Das mit den coolen Tieren. Kängurus, Koalas. Das sind doch die mit dem dicken Sack, ne? Kängurus, ja. Oh, oh, bye. Wie kommt man eigentlich auf den Wortlaut Oh Boy? Warum nicht Oh Girl oder Oh Opa? Keine Ahnung. Warum muss es Oh Boy sein? Was ist der Hintergrund? Keine Ahnung. Du sagst das doch, musst doch wissen. Ja, sagt man halt so. Bei euch, oder was? Dann sagst du ja auch Oh Junge in Deutsch und dann nicht so Oh Mädchen. Ja, wenn es ein Junge ist. Wenn es ein Mädchen ist, sag ich Oh Mädchen. Man sagt ja auch Oh Mann. Hm. Ja, ist voll sexistisch, ne? Echt schlimm, ey. Wir werden dann was Schönes sein. Was soll das sein? Wie, was? Weiß ich auch nicht. Bin gespannt. Ja, hau raus. Ja, Caro hat das geschrieben. Ja, weiß ich, aber sie soll es sagen. Ach so, jetzt. Yes. Wow. Mit zwei Niederlanden. Mit zwei Niederlanden. Mit zwei Niederlanden? Ach, das ist ein Außenschutzzeichen. Seit Kratos sagt man jetzt nur noch Oh Boy. Stimmt, ja. Zwei Niederlande. Hat die es eigentlich bis in die ESC geschafft? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sind die bei der WM dabei? Nee. Voll am Überlegen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ey.
Ich glaube, wir sind dieses Jahr nicht mehr dabei. Ich weiß noch nicht nur, wer bei uns in der Gruppe eigentlich spielt. Ich auch nicht. Nee, klar. Sind wir dabei? Ich guck das eigentlich nur im Garten wegen Grillen halt. Das ist so. Und dann läuft halt Fußball dabei. Aber das. Ja. Du nennst dich Deutscher. Genau. Hui. Schwertstern. Ich hab überlebt. Geil. Ich hab für mich doch noch Kredit. Ah. Der war knapp. Ja. Oh, das war der Roller. Der ist noch hier. Stört ihn für dich. Weil du so toll bist. Der versteckt sich die Lauf. Ich bin tot. Oh. Das geht doch nicht. Du sollst nicht einfach tot sein. Nee, es geht wirklich nicht. Also. Okay. Er lebt nicht wieder. Was? Helden sterben nicht. Was? Snowy Hoof, Scheiße, ich wollte dich runterfallen! Nein! Snowy Hoof! Ja, das ist ein Omega, ja auch! Snowy Hoof, Alter! Das sieht aus wie ein Hufeisen! Okay, er ist weg. So, jetzt habe ich nämlich Snowy Hufeisen erledigt. Nein! Warum? Ich habe doch ganz woanders. Das ist das Spiel, sagt aber du hast dort gestanden. Was? Ich hab zum Meter gezielt. Ich bin doch in deinem Team, hör auf mich zu schießen. Nee, ich wollte zu dir springen. Ja, nice! Warum machst du es nicht? Ich war ganz allein. Weil mein Spiel doof ist. Das sagt halt so nicht. Ich denke mal, das Problem liegt eher an der Drehstuhl-Schnittscheibe davor. Drehstuhl-Schnittstelle. Oh. Mano. Mano. Es tut mir leid, Tuba. Wow. Wow! In God of War Frosch! Oh Gott! Wow. Olli, läuft bei dir! Das ist so gut! Oh Gott! Der Tubal. Ach, Tubal hat das gepostet. Tubal ist voll sauer auf uns. Ich? Bist du noch motiviert? Jo. Ich muss. Das klang sehr motiviert. Tubal, bist du noch motiviert? Ja. Was soll ich sonst machen, ne? Nachher hör mal auf und dann geht Tubal, ey. Diese Vollidioten, ey. Meine Fresse. Warum hab ich mich da eingelassen, ey? Nie wieder. Kein Wunder, dass die beim Spread Bros so schlechter waren. Der Tubal hier, dieser kleine Halunke, ist übrigens der, der das Spread Brawl damals gewonnen hat. Er hat sich gegen alle super krassen Clan-Konkurrenten durchgesetzt. Also den einen da? Zwei Clans waren drin. Maver? Ja, ja. Da waren noch andere, dessen Namen ich nicht kenne mehr. Und Tubals Clan. Ich dachte, man ist selber dabei. Und da gab's doch diese Kappaluschen. Wir waren der Sieger der Herzen. Wessen Herzen? Aller. Mhm. Mhm. So eine Schneidung. Oh, fuck!
Boah, da kamen wir ja alle. Nur wenn du mit uns spielst. Ich hab dich gerecht, Tubal. Ja, schön gemacht. Ich hab Lob bekommen! Ja! Das ist mal meine jeder Anfänger, wenn ich auf Arbeit bin. Was mit Arbeit? Solltest mal meine Motivation sehen, wenn ich auf Arbeit bin. Das ist dann. So wie die von Linda hier, oder? Boah. Aber das wird immer voll motiviert. Die anderen machen das schon. Oh. Naja, da gibt's morgen so einen Moin. Und das war's. Wow. Dann setz ich den Kopfhörer auf und hab meine Ruhe. Es gibt schon Morris, muss man sagen. Tja, was so war. Ja. Das war also noch mit Kollegen reden zu müssen, die es nicht leiden kann. Da habe ich kein Problem mit. Ich kann einfach jeder leiden. Ich krieg jeden. Was erklärt so eigentlich? Das ist keine Bräunungscreme. Wow, okay. Da kam unerwartet. Oh Mann. Frag Mann. Wie viele Orangen sind hier eigentlich? Das ist ja ekelhaft. Zu viele. Sind die eigentlich auch welche? Nein, wir außer haben. Tubal, das ist jetzt. Der ist nicht eingenommen in diese Frage. Aber sieht gut aus, so. Ich bin tot. Also sieht nicht gut aus? Da, nee, das sieht nicht gut aus. Schön. Das ist auch schön. Brille putzen vielleicht? Hey, wir haben gewonnen. Wo sieht das denn nicht gut aus? Oh ja. Sag ich doch, sieht gut aus. Wow, aber so viel. Okay. Hast du deine Brille überhaupt auf? Oder? Ich hab nichts gesagt. Ja. Na klar. 12 Kills! Ich bin der. Boah! Boah! Tubal! Läuft bei dir auch. Ich hab den Meister besiegt! Nennt mich jetzt Tubal Version 2. Version 2. Tubal Remastered. Ja, wenn dann eher V-Pin-Zeiten. Null. Scheiße, das ist ja die letzte Runde. Vielleicht. Vielleicht auch wenn wir gewinnen. Ach scheiße, stimmt, wenn wir verlieren, sind es nur 2 Punkte, ne? Ja, okay, mir liegt's nicht, habt ihr ja gesehen. Was war jetzt eigentlich das, wo uns Sharks darauf hier erinnern wollte? Da wurde nichts mehr gesagt. Doch. Nein. Doch. Dann wurde bloß noch gesagt, dass es seit Kratos Boy gesagt wird und so. Ja, ja das ist das doch. Zu tun. Aber was war denn das Positive, wo sie uns dran erinnern wollte? Ja, das frage ich mich auch noch. Das ist das doch. Ach so. Warum, okay. Aber, hä? Nein. Ich glaube gerade auf dem Schlauch. Runter vom Schlauch. Das gibt ja ich muss weiter. Alter, wow. Da hat jetzt ein paar Sekunden gebraucht. Ja, da war es. Wow. Das war wirklich wow. Heilige. Knusperparty! Oh nee. Ich hätte nicht fragen sollen. Ich hab's gewusst. Kannst du doch selbst das Leben versauen. Ja, oh, warum tut das? Oh. Ich frag mich, ob das so knarzt wie bei Chips. Hör bitte auf. Verleide mir nicht die Chips. Schickst du ruhig alle Bier. Und tschüss, Blattling. Hydra. Und tschüss, Alm. Oh. Hydra oder Hydran? Hydran. Alles. Hydran. Wie schickst du hier? Was hast du denn? Mach ein Klott.
Haha, ist der Sniper doof. Zack, fast getroffen. Das wär jetzt Karma. Also normalerweise, wenn ich irgendwo hinspringe und sehe schon den Sniper auf mich zielen, weiß ich im Normalfall, ich bin tot. Der hat's nicht geschafft. Also, das so weit reicht. Punkt bist du außerhalb seiner Reichweite. Zwar nur minimal, aber es hat gereicht. Okay. Darum habe ich ja dort die Zeit überlebt gehabt. Ah. Tja. Und jetzt? Das ist der Sniper immer noch schlecht. auf mich die doch wohl, ne? Sniper ist tot. Fuck, ich auch. Besser hier. Ich geh mal gerade zurück, falls einer durchsprechen sollte. Muss ja immer noch einer Fettverteidigung machen. Ne? Fettverteidigung? Ein Fetter muss Verteidigung machen, genau. Ich muss mein Fett verteidigen. Was machst du denn? Ich springe zurück, so, damit ich die Ult ansetzen kann. Hab ich mir so angewöhnt. Ja. Sowohl für den Schlauch als auch für die Raketen. Echt? Ja. Okay, man kann natürlich auch Zeit vergeuden. Ne? Nein. So bei den Raketen, wenn du halt am Ende der Map bist, du siehst alle vier. Eben. Das komm, lass dich töten, dich auch! Machst du doch nicht deswegen was? Ja. Natürlich mache ich das deswegen. Dann wäre das nicht so dumm. Ich hab nicht ohne Grund S Plus in Herrschaft. Hast du? Seit gestern. Durch wen? Durch mich? Das geht ja nur noch alleine. Glaub ich nicht. Und ich hatte auch einen Goldfisch S Plus, aber da habe ich es nicht mehr. Ich hatte auch einen Goldfisch, die hieß Bertha. Dann habe ich sie gegessen. Wow. Arme Bertha. Sie lebt jetzt in meinem Bauch weiter. Ich gehe mal raus hier. Team Max, Max. Ach, wir haben es ja, wow. Wir sind jetzt Team Xelm andersrum. Xelm. Jawohl. Max. Guck mal, hier steht aber Michelangelo und Donatello. In der Lobby. Dort steht Michelangelo und Donny, okay. Nee, Donatello. Donatello. Ja. Ja. Gute Zeiten, ihr Lappen. Dankeschön. GZSZ. Gute Zeiten. Genau, das heißt das. GG, gute, gute. Gut geht. Oder geht gut, wenn wir sagen die Jugendleute das heutzutage. Ja, irgendwie, ja. Ich kenne nur GitHub. Donny Pepperoni, okay. Party! 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 Oh. Armohren. Oder wie Vasco sagen würde: Party! So klinge ich nicht. Oder wie Dan sagen würde: Party!